1. Ja, beim letzten Mal bei Odyssey of the Dragon Lords seid ihr vom Friedhof oder seid ihr auf dem Friedhof in ein dunkles Ritual gelangt, wo einige Kultisten von Lutheria, ein besonderer Kultistenzweig von Lutheria, versucht hat, versteinerte Anhänger wieder zurück ins Leben zu rufen. Anscheinend war das so eine Art Glaubensprobe, die diese Kultisten abgelegt haben. Sie versteinern sich quasi für mehrere Jahre und beim Prozess der Entsteinerung wird getestet, ob ihr Glaube stark war, sonst zerbröseln sie zu Staub. Was auch passiert ist, einige der Kultistinnen sind tatsächlich zu Staub zerbröselt, während die Anführerin, eine gewisse Aspasia, einen Dämon herbeigerufen hat. Und das war eure zweite Begegnung mit den Wesen jenseits des Nyxes. Einen Hoffnungsfresser, der euch zugesetzt hat, den ihr aber im Endeffekt besiegen konntet und auch die restlichen Kultisten habt ihr abgespeist. Der Friedhofswächter Mopsius war euch auf jeden Fall sehr dankbar, hat euch ein bisschen Gold überlassen. Ihr habt auch einen wertvollen Dolch bei der Priesterin gefunden, den ihr eingesteckt habt. Und seid dort dann wieder zu eurem Hauptquartier zurückgegangen und habt erstmal geschlafen. Am nächsten Tag. Achso, ja, da war auch noch ein Löwe. Ein Löwe war da noch bei dem Ritual involviert, den ihr erstmal vom Friedhof gerettet habt und euch an euer Haus habt liefern lassen. Und Melanthios hat dann zusammen mit Xior einen Schaukampf veranstalten wollen, bei dem es um die Freiheit des Löwen ging. Wenn Xior gegen den Löwen gewinnt, so solle der Löwe ab jetzt den Schrein von Melanthios, den er zu Ehren von Kentimane errichtet hat, bewachen. Mit allerlei Buffs hat das auch geklappt und Xio konnte den Löwen tatsächlich bezwingen, hat aber im Verlauf des Kampfes das halbe Fort eingeäschert, da er zwei Feuerbälle in den Ostturm geworfen hat, der daraufhin eingestürzt ist. Ihr wart dann den Rest des Tages damit beschäftigt, die Trümmer wieder aufzulesen und das Gröbste an Schaden zu beseitigen und hofft jetzt, dass euch der Zorn von Valus oder dem König nicht trifft, die euch ja dieses Haus mit gutem Gewissen übergeben haben. Ja, und dann seid ihr am Ende des Tages nochmal in das Satyr-Tale oder Satyr-Roost, eins von beiden, halt an das Freudenhaus gegangen, um nochmal Persetes Halbbruder Kallistor zu treffen, der euch ja mit in eine Mission nehmen wollte, wo es um den Tempel der Lutheria ging und dass dort allerlei Kinder vermisst werden. Und ihr habt dann beschlossen, dass ihr am besten nachts oder irgendwann abends in der Dunkelheit in den Tempel einsteigt und nach diesen Kindern sucht. So. Okay, dann ziehen wir euch mal am besten auf die Mythos-Map. Ja, eigentlich wollten wir ja die Hohepriesterin noch töten, aber Und so schnell war es Faretorsus jetzt noch hat nicht. sich Was? da leider eingemischt. Ich würde nicht sagen, wir. Das war nur ein Teil der Gruppe, wollte das. Ja, Faretorsus hat sich eingemischt. Klang letztes Mal noch gar nicht danach, dass ihr die überhaupt töten wollt. Doch, doch. Deswegen habe ich das erst klang gar nicht genauso erwähnt. nach. Nee, Kam nee, doch das war irgendwie nur neu vor. dieser blonde Halbbruder da, der hat das angestiftet, das ist die Idee. An die Priesterin wollten wir töten, oder Oh, was? sind die Questmarker jetzt Nein! hier? Also ein Teil von uns wollte das, Entschuldigung. Auf der Karte? Ja. Naja, Questmarker. Was ist das eigentlich für ein Karussell-Button da links? Ja, das kommt dann bei dem Kampf. Das ist Ach, das ist das. Komplett-Karussell. Okay. Was ist da oben gewesen? Das ist einfach, da sind die großen Spiele finden da statt auf der Spitze des Berges in einer Arena. Ich kann ja mal eben die anderen durchgehen. Hier in den Courts of Mythros finden die großen Debatten statt. Im Tempel von Lutheria ist jetzt quasi die Quest, die ansteht. Im Neodagon Estate habt ihr ja gehört, dass Tara Neodagon ein Kopfgeld auf die Lady der Münzen ausgesetzt hat. Und du weißt auch, Helios, der Sohn deines ehemaligen Kameraden ist dort quasi als Genau. Arbeiter angestellt worden. Oder Sklave, fast schon. Und dann haben wir noch den Kolossus hier unten, wo ihr schon mal reingeschnuppert habt, aber wo ihr nicht so recht wisst, was da eigentlich abgeht. Ja, ich wollte nach oben gehen. Alle anderen haben gesagt, ne, ne, ne. Wie, du wolltest nach oben gehen? Ja, im Kolossus. Da war halt auch eine Leiter. Ich habe mich immer Oh, hinten stimmt, gelaufen. wollte auch Stimmt, wir hoch. sind eben hoch, ne? Ja. Ah, und Xio. Dürfen nicht vergessen, dass wir noch bei Feierabend bei dem Sklavenhändler vorbeigucken müssen. Ja, viel Spaß. Ihr.
Ich habe anderes zu tun. Mich und Orsus. Ich weiß nicht, wann ist so Feierabend eigentlich auf dem Markt? Mal gucken, wie spät es jetzt überhaupt ist. Oh. 15 Uhr. 1944. Ja, die normalen Stände, also keine, die nicht Trinkbuden sind, machen so ungefähr um 6 zu. Okay. Horses, ne? Um 6 müssen wir beim Markt sein. Ja, aber die anderen wollten wir mitnehmen, oder? Sonst hätten wir es ja gleich machen können. Was? Ich glaube nicht, dass die mitwollen. Naja, ein bisschen Hilfe wäre nicht verkehrt. Ich hätte auch von Kronks nicht erwartet, dass die Minotauren retten will. Nö, das interessiert die, glaube ich, das, nicht. Das ist völlig unrealistisch. Nee, keiner cringe, so dass du das verarbeitet. Ich meine, dass Kronks sich mit, wenn Kronks da nichts gegen hat, scheinbar, ne, würde ich sagen, gucken wir mal, ob wir einen kaufen, ne? Richtig geil, Ochsenschwanzsuppe. Ja. Hab ich richtig Bock drauf. Ah. Scheint ja keiner mehr was dagegen zu haben. Ist ja ein Steak. Aber nur, wenn der Minotaurus weiblich ist. Ja, natürlich, ne? Du brauchst ja einen neuen Partner. Oh. Klar. Weiblich, dann hast du. Hast du was zu wechseln? Wie ein Hund aus. Alter. Ja, also wer kommt dann eigentlich um 6 quasi. Ihr müsst ja ein bisschen Abstand halten, Ben. Aber wer kommt dann eigentlich mit, den Sklavenhändler Hobbs nehmen? Ja, dann sollten wir als Gruppe unterwegs sein. Ja, eben, gehen wir alle hin. Aber eigentlich wollten wir Land hier. Ihr findet mich im Freudenhaus. Oh no. Ich sag mal so, ne, also Velantios hat sein geiles Sandelholzöl. Der will gleich noch wen willst den Händler einreiben? Ne, den Händler nicht. Ja. Aber. Persedes Bruder. Nee. Oh, er hat so viel Brusthaare, ey, der absorbiert alles Öl. Oh, geil, so richtig schön glänzende Matte auf der Brust. Haha, ich hab ein goldenes Vlies! In der schönen zusammengegelt, hör mal. Oh nein! So eine Elvis-Perücke auf der Brust. Also Kalisto hat 19 Charisma, macht euch mal nicht lustig. Jetzt schlage ich tot den Typen. Brudermord. Das ist Bruderschaft, so kennt man's. Das ist das alte Griechenland, Brudermord. So, geil. Gut. Wo sind jetzt diese Lutheria-Heinze? Ah, da. Im Lutheria-Tempel natürlich. Ich meine natürlich im Lutheria-Tempel. Wo ist denn der? Ja, na dann würde ich vorschlagen. Einmal rein, einmal raus. Ja, aber das ist noch hell. Kriegen wir in 3 Stunden hin? Ist noch hell. Erst geht jeder zu einem komischen Sklavenhändler und dann gehen wir da hin. Mhm. Ja gut, aber Sklavenhändler wollte doch auch erst gegen abends passieren, oder nicht? Ja, aber abends ist nicht gleich dunkel. Ja, alles machen wir nicht. Ich denke mal, der macht für uns auch schon um 7 zu. Ah, na dann, wenn jetzt bezahlende Kunden, nicht so wie 80. Na, wenn dann jetzt noch Freizeit ist, dann würde ich vorschlagen... gutes Training. Es ist ziemlich klar, was das bedeutet, oder? Ihr habt doch schon trainiert heute. Wir sind doch hier an einem sehr angenehmen Platz, um ein paar Stunden rumzubringen. Hä? Wir haben wohl schon trainiert. Nee, wir haben gekämpft und aufgeräumt. Also ich trainiere was ganz anderes heute. Hast du morgens trainiert? Nee. Nicht? Okay, da habe ich das falsche Erinnerung gehabt. Ich würde auch beim Training mitmachen. Oha. Ja, ich will den... Versuch das erneut. Ich will den Buff kriegen. Nicht? Ja. Corinna! Also ihr seid alle irgendwie richtig super in Pläne machen. Ihr braucht mich da gar nicht. Orsus dreht sich um und geht zu der anderen Aurae, um mal Hallo zu sagen. Na, mein Lieber, zu plaudern. Mein Lieber, du gehörst mit dazu. Du bist ja schließlich auch im Team, nicht? Was? Moment, ja, ich bin da drüber. Alle, die bei uns im Team sind, sollten besser gewinnen. Wer schlapp macht, kriegt nichts zu essen. Und wird ausgegrenzt. Haha. So jetzt eher nicht, aber... Ja, also... Du möchtest sicherlich schon vorbereitet sein, oder? Also so wie du... beim Rennen gekeucht hast, können wir dich nicht mitnehmen. Ich habe mich da verschluckt. Irgendwas. Ja, schon klar. Naja, es ist zu deinem eigenen Wohl. Ansonsten muss ich mir für dich ein Sonderprogramm ausdenken und glaub mir, das überlebst du nicht. Also, ich würde besser auf sie hören. Das endet uns sehr böse für dich. Ah,
Die tut doch nur so, ist eine ganz liebe. Naja. Mal kommt schon. Dann kommt Melantios etwas näher und sagt dann: Du Kranks. Oh Gott. Ich hab gehört, wie soll man das sagen? Naja, also Fleisch wird besonders zart, wenn man es massiert. Auch Muskeln. Melantios? Ich das machen die Pussys, die irgendwelche Öle brauchen, um gut zu performen. Ich könnte eurem Gatten beibringen, wie man richtig gut massiert. Also gerade noch was. Seh ich so aus wie so ein angeberischer Spitzenathlet? Ich flüstere so zu. Aber ihr wollt doch sicher, dass Helios nicht bei anderen Hand anlegt. Ich meine, wenn er gut massieren kann, ist doch nur eine Win-Win-Situation für euch. Warum sollte ich wollen, dass er mich massiert? Warum nicht? Massage ist der erste Schritt zur Ekstase. Ich weiß ganz genau, dass dahinter irgendein Haken ist. Alter, ich geh in die Ecke und kotze. Was für ein Haken? Was für ein Haken? Denn ich bin ein aufrichtiger Satyr. Melanchios, ich kenne dich. Ich spuck's aus. Was würdest du dafür haben wollen? Gar nichts, gar nichts. Das erste Kind. Was? Nein. Ganz Melanchios auch nach zum Feuer rum, oder was? Alter, was ist denn los? Ich hab nichts verstanden. Das rumpelt viel zu Melanchios. Nun, ich bin natürlich ein Philanthrop, ja. Nein, eigentlich wollte ich, dass du vielleicht Corinna ein paar extra Einheiten verpasst. Ach, das mache ich auch, das mache ich sowieso. Ja. Die Kleine hat echt Talent. Ja, das weiß ich, das weiß ich. Ich bin ja hier, um sie zu fördern. Ja, immerhin soll sie mal Amazonenkönigin werden. Nee, also wie gesagt, das wollte ich sowieso machen. Sehr gut. Ja, ich könnte dann vielleicht Helios 1-2 Sachen beibringen. Halt dich zurück. Nur das Notwendigste. Oh. Ja. Dann gehe ich dann zu Helios. Helios, Kronks hat mich damit beauftragt, dir etwas beizubringen. Ich habe von ihr gehört, dass du immer etwas dilettantisch bist, wenn es ums Anpacken geht. Was? Ja, ich meine natürlich Muskelmassagen und so etwas, damit sie entspannter wirkt und vielleicht noch besser performen kann. Ja, ja, das ist alles rein technisch für die Spiele, ja, ja. Ah, ja. Und sie hat gesagt, ich wäre also nicht professionell, ja? Könnt ihr gerne mal nachfragen. Ja. Aber sie würde natürlich nicht sagen, dass ihr, naja, es nicht bringt. Ja, Philanthrop. Ich würde ihm dann so ein paar Handgriffe zeigen. Und es versucht, sich wegzuschleichen. Bemerke ich das? Ja, Stealth-Wurf gegen Perception. So. Obwohl, wenn du guckst ja gerade nicht aktiv. Er muss nur deinen Passive Perception schlagen. Stimmt. Ja, okay, das ist 13, das ist jetzt nicht so beeindruckend. Weg war er. Oh, okay, Mann, ist weg, alles klar. Ich glaube, ich bin gerade gleich auch, ich gehe einfach und Silence Goose wieder rein. Ich werde leider ein bisschen abgelenkt, ich habe da keinen. Ja, ich. Oh, so hey, wie sieht denn der Trainingsplan aus? Eigentlich, für alle Anwesenden. Okay, Moment, ich muss ihn mal eben wieder finden kurz. Ich renne 20 Kilometer um das Anwesen rum. Du rennst du machst erstmal wieder deine zwei Runden um Mythos rum. Oh, das ist mir 20 Kilometer ums Anwesen, ich glaub's hackt. Immer im Kreis laufen. Perfekt, immer einen Schritt nach vorne, nach hinten. Warte, hat gar keine Legende, wie groß die Stadt eigentlich ist. Warte, nicht mehr als groß genug.
Mein Augenmerk ist eher auf das Laufen. Die Stadt von Mythros. Und die Amazonen-Titane niederzuringen. Guck mal im Buch. Ah, hier ist noch ein Ding drin. Okay. Quasi die Insel unten, wo der Löwe ist. Davon die Breite sind 2000 Feet. Ach. Schnapsinsel. Also ich... Ja, nix. 2000 Feet. Das sind 2000 Feet. Einmal um Mythos rum dürfen schon so 70, 80 Kilometer sein. Ja, na klar. Viel Spaß. Ein Wunder, wir haben es auch noch geschafft. Man sieht sich. Bis heute Abend. Jetzt sind nur 0,6 Kilometer, die 2000 Feet. Das ist doch nicht viel. Das habe ich ausgemacht. Ich denke mal, er hat noch eine Message zu Xio geschickt. Also, gerade also aus der Sichtlinie gegangen ist. Ja, bis spätestens am Markt, wenn die zumachen. Ich habe ja quasi die Arme gerade so vor mir verschränkt und so meine rechte Hand macht so nach hinten. Ich denke mal, er wird irgendwo hinter mir sein. So ein Tschüss-Gruß. Ja, also wie gesagt, naja, okay, im Anbetracht der Umstände, wir haben ja nur gut 3-4 Stunden Zeit. Dann wird's leider nur einmal werden. Bisschen Ausdauerlauf, ne? Ja, na klar. Ein bisschen Ausdauerlauf, dazu schön Lauf-ABC. ja, ansonsten... Corinna fragt dich, was Lauf-ABC ist. Gut, ich dachte schon, ich muss es fragen. Ja. Hält, ob das niemand von euch kennt? Nein. Nö. Also ich kenn's auch im Real Life nicht, ne. Ja. Scheiße. Weil ich überhaupt kein Läufer bin, ich hasse Laufen. Das muss ich immer im Sportunterricht durchexerzieren, im Real Life. Was für Sportunterricht? Ach du Scheiße. Naja, da sind so Sachen dabei, wie zum Beispiel hier die Knie besonders weit nach oben ziehen, die Hacken besonders weit nach oben ziehen, dazu so Hopserlauf, eine Seite, so sag ich jetzt mal, Beine anschießen und abschießen voneinander, dazu hier Kreuzwechsel auch dazu, das heißt, man setzt den einen Fuß davor und dann, sage ich jetzt mal, bewegt man sich so von, oder ich erkläre es nochmal, also von so von der Seite, der eine Fuß kommt auf die eine Seite, der andere Fuß kommt auf die andere Seite, so und dann eben immer über Kreuz, dann weiterlaufen. Ja, sieht jetzt halt nicht mehr hin. Sowas halt. Ja, das hat das absolut keinen Sinn ergeben, oder? Kira verengt die Augen. Und wofür steht das A und wofür steht das B? Das C? Das ist eine Metapher. Das Lauf-ABC symbolisiert nicht Omega, Beta, Gamma und wie der ganze andere Kram heißt, sondern, nun ja, es ist eine Abfolge von Übungen. Man nennt sie nur das Lauf-ABC. Ich glaube, das A steht für Abstinenz. Ist nichts für mich. Das A steht für Arsch. Das erfüllt Orsos ja schon ganz gut, das A. Das ist wie das 1x1 in irgendwas. Naja. Ja, ich bin dann nur mehr im Schein. Kyra. Nicht abzunehmen, sondern abwinden. Aber ansonsten dann wieder so das gleiche wie sonst. Nur bloß, dass dieses Mal der Ringkampf ausgetauscht wird. Und zwar gibt es ja hier einen Fluss. Richtig. Ne? Perfekt, genau. Und die Aufgabe ist es, gegen den Strom, soweit es möglich ist, beziehungsweise da müsste Krunks noch mal eben hin und das einschätzen. Hochzulaufen, bist du Jesus oder was? Ich laufe durch das Wasser durch. Ein Jesus. Auf Meters Grund laufe ich. Nein, das ist ja meine Aufgabe, mit der Rüstung runterzugehen. Ja, so funktioniert Physik, genau. Nee, also das ist jetzt nicht so ein krasser Fluss, dass, keine Ahnung, man da sofort umgerissen wird und
Nee, nee, das ist so eine Bergquelle, die langsam unten in den Hafen plätschert. Das ist so eine Bergquelle. Ne, sowas kann man auch nicht machen. Das wäre jetzt, ein reißender Fluss, wo man wenigstens mal ein bisschen... Ja, der hier schon. Der schon eher. Ah, der schon eher, sagst du? Der schon eher. Na dann. Ich guck gerade, ob die Namen haben, aber die wurden nicht benannt. Ist der Fluss unter Aufgabe, der Hafenbrücke? Ist da die Aufgabe, den Strom, soweit es geht, hochzuschwimmen? Wir machen einen Dreikampf. Erst einmal um die Stadt laufen, dann den Fluss hochschwimmen. Und dann Fahrradlaufen fahren? Fahrradlaufen. Ich kann nicht Na dann wird natürlich schön weiter die Schafttechnik beim Speerwurf erläutert. Corinna, du weißt, wo du mich findest. Ich schmier dich dann wieder ein, nicht wahr? Und dann mach ich mich aus dem Staub. Ja, also wie gesagt, hier, du musst jetzt etwas advanced. Du musst den Mittelfinger und den Zeigefinger leicht zurückziehen und dann kurz bevor du abwirfst, musst du mit ihnen nochmal dem Schwer so eine kleine Drehung versetzen. Ich hab's wieder los, damit kannst du nochmal gut. Man sieht zwei Kronks rattern. Man kann damit nochmal guten Meter machen. Kann wichtig sein. Ist das nicht eine Pronation-Bewegung oder ist das die Sublimation? Ich bin mir nicht ganz sicher. Hä? Das notiert sich alles. Ja, verausgabt euch nicht. Wir sehen uns dann heute Abend vor dem Lotharia-Tempel, okay? Zwinkert euch nochmal verschwörerisch zu und macht sich dann ab. Ich will fast darüber rauszuschreien jetzt nochmal. Gut. Ja, dann würde Kronks definitiv so die Zeit verbringen. Ja, Corinna ist auch am Start. Ich lauf dann, die machen gerade mit. Ich würde mir dann nochmal die Kyra schnappen und was mit ihr geheim bereden. Aha. Okay. Darf ich dann jetzt schon den Roll machen? Darfst schon machen, ja. Kannst in deiner Downtime da einfach draufdrücken. Was machen wir jetzt genau? Darf ich Inspiration dafür einsetzen? War das schon jetzt hier aus der Downtime der Wurf? Ja. Okay. Der war echt scheiße, ich würde gerne Inspiration einsetzen. Ich dachte, das war die Inspiration. Ich nehme auch mal die Inspiration. Wow. Ich brauch nix, alles drin. Leute! Kein gutes Wetter heute, um Sport zu machen. Ich sag's ja, ihr müsst vorher euer Glück auswürfeln. Das macht Corinna? Ist Corinna jawohl, geil? Jawohl, also, das ist was. Ja. Warte, ich wollte mich erst hier an den Ergebnissen ergötzen. So, Corinna. Das ist ein Witz, Mann. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, Corinna, also, Corinna gerade so. Gerade so. Ich war heute zu ne? Corinna, das würde ich lassen. Das sieht nicht gut aus. Du verknackst dir damit ganz schnell den Rücken. Oh, Jens, die ist für welche noch eingehauen. Insektenwurf. Second Wind für Perseides. Die ersten Meter sieht Helios nicht verkehrt aus, sondern auf einmal kriegt er den übelsten Krampf und knickt weg. Also, was hast du denn da gemacht? Der Fuß sollte nicht so abstehen. Ich fang auch. Also, nicht gut. Ich fange auch richtig schlecht und dann trinke ich einfach einen Wein und bin richtig gut danach drauf. Wenn ich dann noch richtig schlecht bin, dann trinke ich Seite Wein. Setzen und kühlen. Umschlag dazu machen. Helios, vielleicht solltest du diese schwere Rüstung weglassen. Bei den Spielen müssen wir eh in so, so Leinensachen auftreten. Was? Kommst du überlegen? Also, ich weiß ja nicht. Ich meine, für die Beweglichkeit. Also mindestens den Schild könntest du das. Ich weiß, es ist eine sehr gute Training und finde ich auch sehr bemerkenswert, aber wenn du Laufen so nicht gewohnt bist, dann solltest du noch nicht mit Rüstung probieren. Auch wieder wahr. Meanwhile, auch Kronks in voller Rüstung. Okay. Hat er automatisch weitergetrackt für die es richtig gemacht haben? Ja, hat er. Wird gecheckt. Ja, nö, bei mir nicht. Ich bin schon bei 3 von 7. Wow. Hast du den zweiten auch da drüber geworfen? Oder hast du quasi... Nee, den zweiten habe ich über einen Athletic-Check gemacht. Okay, dann kann das ja nicht wissen. Klar, das machst du dann so. 7, ne? Perseides dann quasi 2 Progress bekommen, weil er eine 20 gewürfelt hat?
Ja, wir wollen ja nicht übertreiben. Ne? Erwisch ich jetzt Kairan? Er muss ja kontinuierlich dabei bleiben. Ich schaffe halt eh, glaube ich, bis dahin. Das funktioniert ja nicht Workout. Erwisch ich Kairan? Okay. Ja. Während die anderen laufen, kannst du Kyra zum Fuße des Tempelberges einholen. Lass mal an schneller gehen, bitte. Oh Gott. Na, jetzt geht aber los. Ach. Kyra? Ja. Xio hat ziemlich Mist gebaut letzte Mal. Ich hab da vielleicht eine kleine Bestrafung für ihn. Das musst du aber mit meiner Schwester aushandeln. Ich bin die Göttin des Chaos, also ich musste das nicht erzählen. Ja, nein, ich meine natürlich, könnte man deiner Schwester Valus schon erzählen, dass wir ihn bestraft haben. Vielleicht ist dann alles schon so ein bisschen weniger schlimm. Was hast du vor? Naja, ist ja ein stolzer Löwe mit seiner großen Mähne, nicht wahr? Es wäre doch zu schade, wenn man ihn abrasieren würde. Meinst du, wenn er schläft? Oh ja. Also ich meine, man könnte ihn komplett kahl scheren. Das wäre doch eine Bestrafung, oder? Der Held, vielleicht sollten wir uns das für die großen Spiele aufheben, wenn er nackt, wie Gott ihn schuf, dort antritt. Oh, das ist eine sehr gute Idee. Oder die Debatten, je nachdem. Auf jeden Fall sind alle Augen dann auf ihn gerichtet. Sehr gut. Ich glaube, bei den Debatten macht er sowieso nicht mit. Da ist er nicht intellektuell gebildet genug. Na gut, dann die großen Spiele. Ja. Okay, Verschwörung steht. Aber ich versuche gerade neue Armee zu schaffen. So. Will ich nicht haben. Ihr seht nur, dass ein sehr breit grinsender Melantios zurückkommt und sagt dann: So, ich bin dann wieder weg, nicht wahr, Corinna? Überanstreng dich nicht. Wo bist du denn? Oh, ich wollte eigentlich nochmal nach dem Löwen gucken, nicht, dass er sich noch irgendeinen Jäger schnappt. Oder die Jäger ihn. Ja, vielleicht. Dann wären wir ein Problem los. Ja. Okay. Dann schalte ich mal die Zeit voran, während ihr lauft, Sperrweitwurf und Schwimmen war das. Kaputt laufen. Was kommt als letztes? Zusammenbrechen. Wahrscheinlich der Sperrweitwurf. Okay, dann seid ihr wahrscheinlich wieder am Ende hier bei eurem Jeep. Den kaputt. Bis auf Orsus, der ist im Freudenhaus, war das der richtig? Der macht Sachen. Ja, er wollte die andere Aure Nymphe kennenlernen. Weil an Nymphen gibt's ja schon einige, aber Aure wahrscheinlich nicht so viele. Ich stelle mir vor, dass die eher oben sind, in der Nähe der Sterne. Ich habe bloß genug Geld. Sie haben ja erfahren, dass sie schon zweimal frei haben. Also. Und er wird das auch einlösen, weil er will jetzt nicht. Er will jetzt einlösen. Nicht ihre Zeit stehlen ohne dass sie was verdient dabei. Also das löst das schon ein. Orsus geht in das Etablissement. Was kostet Eimer Nageln? Nee, er löst seinen Gutschein ein. Aber ohne Hammer. Und abgesehen von körperlichem Vergnügen, weil das auf jeden Fall auch, will er sich auch einfach mit ihr unterhalten, weil ja, Aurea gibt es nicht so oft und freut sich, eine andere zu sehen. Und so. Vielleicht erfährt er auch ein bisschen was über sich selbst, über Aurea, weil er weiß auch nicht so genau, wie war das mit dem Kokon, und fragt sie dann: Erinnerst du dich? Wie lange warst du da dran? Weißt du, wo wir eigentlich herkommen? Plaudert, ja. Sie erzählt ihr auf jeden Fall, dass sie tatsächlich zwischen den Sternbildern geboren wurde, also wirklich am Nachthimmel von Phylea, während du nicht unbedingt die gleichen Erinnerungen teilst. Bei dir ist es immer noch so, dass es nicht wirklich klar ist, ob es auch der Nachthimmel von Phylea war oder von einer anderen Welt vielleicht sogar. Auf jeden Fall waren die ganzen Konstellationen, als du hier auf die Welt gekommen bist, dir erstmal neu und nicht vertraut, so wie ihr, was sie sehr zum Ausdruck bringt. Mhm. Ja. Ja, er hört fasziniert zu und erklärt auch, dass jetzt versteht er auch besser, warum er nicht fündig wurde. Er hat mal vor langer Zeit versucht, nachzuforschen, auch Bibliotheken, auch in der Stadt.
Aber es kam ihm alles irgendwie sehr anders vor. Ja. Und sie sagte dann auch noch, dass sie den zweiten Teil eurer Unterhaltung am besten für heute Abend aufhebt, da dann ja der Nachthimmel in voller Pracht am Himmel steht und das Erlebnis sicherlich um einiges besser wäre. Oh, ich werde mein Möglichstes tun, um zu dir zu kommen und das zu teilen, ja. Als, ja, in der Prophezeiung, ich denke, das hat sich rumgesprochen, wer wir sind. Wir haben so einiges vor heute noch, daher, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber ich versuche es. Ja. Gut, gut. Uns ist hier gerade aufgefallen, also, dass wir die Frage vom Anfang vergessen haben. Ja, ich wollte mich gerade auch so fragen, so, wollten wir da was machen? Also meinetwegen können wir die auch jetzt hier mittendrin, während des Trainings, fragt Corinna jemanden von euch. Ja, ich bin leider gar nicht mehr. Oder die Nymphe oder der Löwe fragt dich, Melandias. Herr Löwe? Wer will denn einer da vortreten? Nee, ich mach diesmal nicht. Ja, komm, stell. Okay, machen wir einen Roll-Off an den Leuten, die interessiert sind? Ja, könnt ihr machen. Ich setz aus. War letztes Mal dabei. Was würfeln wir denn? D20? Ja. D20 höher gewinnt. Ich hab verloren. Oh Gott, wegen. Ja, gut, ne, stechende. Alter, was ist das? Oh. Oh. Das ist jetzt. Oh. Moment mal. Moment mal. Ja, die 20. Komm schon! Komm schon! Oh Mann, oh. Nee, keine Ansatzweise. Na dann. Im Inspiration, um einen Inspiration-Wurf zu kriegen. Ja. Keksjörg. Nach einigen Runden richtet sich Corinna an dich und fragt dich. Ich kann auch reden, rennt's nicht schnell genug. So fragt der Akolyte, ja gut. Okay. Wenn du einen Themenstone hättest für dich, der bei den großen Spielen laufen soll, welcher wäre das? Welche Art der Musik? Alter, kennt ihr den Song, der gefühlt in jedem Actionfilm oder so gespielt wird, wenn so Helikopter anfängt? Der Song heißt, glaube ich, Valhalla. Light of the Flug der Valkyren. Ja, genau, der Flug der Valkyren. Ja, heißt Valhalla. Radwehr. Ja, ja, so ähnlich halt. Also der Flug der Valkyren, das wäre so mein Teamsong, wenn ich so ankomme. Okay. Also warum? Ich fühle da ja irgendwie Highway to Hell. Und damit zwei Feuerbällen in der linken und rechten Hand. Ist das Erhabene, was Xior an dem Song anzieht? Ja, eben. Flug der Valkyren ist halt auch ein Flug. Ich flieg auf Drachen. Fühlt sich einfach geil an. Fliegt auf die Nase, mein Freund. Richard Wagner. Ja. Ist hier urdeutsch. Ja, eben. Aber ist halt geil. Also Flug der Valkyren ist nice. Warte hier. Einmal du meinst Sea of Theme. Aus Apokalypse Now. Ihr meint Valhalla. Ah ja, okay. Jetzt weiß ich welcher. Und so mit dem Song kriegt Xio dann auf seinen Speerweitwurffeld. Wenn ich dann so langsam aus dem Schatten hervorkomme. Ach echt, der Song gefällt mir auch. Den spielen die Baden heutzutage ja überall. Ja, deswegen. Der ist aber auch einfach gut. Okay, dann nehmen wir deinen Punkt Inspiration. Leicht verdient. Wenn sonst noch jemand ohne Punkt Inspiration was sagen will, kann er das natürlich auch gerne. Ja, was fragt mich der Löwe denn? Hä? Was ist dein Lieblingslied? Mein Lieblingslied? Es gibt viele. Gute Frage. Und sagen wir mal so, ich bin manchmal etwas zu doll dicht, um Lieder zu spielen, aber irgendetwas Fetziges mit viel Rhythmus. Dann überlege ich kurz. Ich glaube, We Will Rock You ist das Beste, was ich jemals gespielt habe auf meiner Flöte.
Scheiße. Auf deiner Flöte. Tüt. Ja, aber das Solo wollen wir dann auch auf der Flöte haben. Ich wollte halt irgendwas total absurdes sagen. Ich glaube, schlechter geht's nicht auf der Flöte. Nee, das ist schon geil. Warum hast du das schon? Ich hätte dich dann irgendwie bei Wap Wap gesehen. Tüt. Im Medieval Version. Ja, aber nur mit einer Flöte, ne? Musst du nur aufpassen, dass das nicht geklemmt wird. Das klingt wie ein Dudelsack. Musst du nur aufpassen, dass es nicht geklemmt wird. Ja, ist doch scheißegal, ist eh schon geklemmt, ey. Die Dudelsack wird. Ja, ich bin der Geist, ey. Der Löwe rennt in den Wald davon, das ist ja schrecklich. Machen wir jetzt alle Character-Themes durch, oder wie? Oh Gott. Wenn ihr noch eins raushauen wollt. Na klar. We are the champions. Das ist per se. Sind wir aber hier bei Queen. Ja, das ist wieder. Ich glaube, Queen ist so ein per se das Team, ey. Ja. Der wird sich also auch so reinhängen. Ja. Wenn's für alle geht, also aus hat auch sein. Na klar, habe ich mir da schon Gedanken dazu gemacht. Ja, raus damit. Ja. Das ist ganz einfach. Der Bart-Song. Blind Guardian. Ja, es ist passt. Bade- und Bart-Song, ja. Doch. Ist, Und Kongs? Wahrscheinlich Pump It. Ach. Hier, Electric ja. Cowboy. Pump It. Mal googeln als alter Mann. Ich kenne Eskimo Callboy, ja, hab ich auch schon gehört. Ich seh gerade das Video, ich traue mich nicht drauf zu klicken. Ja, das kann man sich angucken. Eskimo Callboy kann man sich geben. Das kann man sich schon geben. Das ist lustig. Das ist von Eskimo. Stimmt, das ist von Eskimo. Ja, das jetzt auf einmal macht's Klick. Ich hab mein Lied gefunden. Ja, die sind I'm das. Too sexy. Die sind halt mega geil jetzt. Er mutet sich. Was passiert? Panik. Ich muss jetzt erst das Lied ändern, bevor er spielen darf. Das ist ja noch gebannt. Ja, kann ja sein. Ja, so. Ja. Noch hier jemand ohne Theme-Song? Es gibt tatsächlich auch ein Foundry-Modul, wo man, wenn man im Kampf an die Reihe kommt, seinen Theme-Song abgespielt bekommt. Was? Wie? Das muss mir zeigen. Kommt doch mal so ein Dudelsack. Musst du bei so richtig krassen Endbossen machen. Alter, stell dir mal vor, wo wir gegen den Servus gefightet haben mit Highway to Hell. Da würde ich eher spielen Who Let the Dogs Out. Ja. Stimmt. Ich hab das gleiche gedacht. Okay, ansonsten schalten wir mal in der Zeit voran. Ja. Was? Ich hab Dog Goat. Melanchthon. So, 18 Uhr nähert sich euer Verabredung mit dem Kollektor ebenfalls. Der Kollektor, das klingt wie so ein Bösewicht aus DCU. Wer will da alles hin? Ein Item aus League of Legends. Der Kollektor ist hier. MCU. Ich bin richtig dumm gerade. MCU ist der Kollektor kommt doch aus Mortal Kombat, oder? Ja, weiß ich nicht. Der Kollektor. Ist Kyra gerade hier? Wir kommen aus Mass Effect. Das stimmt. Kyra ist nicht da, ne? Schade. Sehen aber leicht anders aus. Ich hab sie gerade angepasst. Übernehmen gerne direkte Kontrolle. Also, es wird Zeit, komm ran. Ja, Kyra kommt erst wieder zum Tempel anscheinend abends durch. Er taucht auch auf dem Marktplatz auf. Ich hätte mir auch die Brille ausleihen sollen für einen Undercover. Ich hätte übrigens unten beim Löwen der die Schilder aufgestellt. Beware of the Shrine Guardian. Zuwiderhandlungen und Angriffe können zum Tode führen. Beware of the Shrine Guardian, die Fights. Ich übernehme keine Haftung für den goldenen Löwen. Vorsicht vor dem Rüden. Eltern haften für ihre Kinder. Vorsicht, bissiger Löwe. Und dann kommt Melanthius nach oben.
Also nur Orsus und Xion, die gerade unterwegs sind. Nee, nee, wir kommen alle mit, oder? Haben wir das noch gesagt, oder nicht? Hamburg. Ja, kommen wir auch mit zu dem Sklaven hin, ja? Also, ja, ja. Machen wir, wenn mal. Gut, so, aber ja, ihr bleibt okay, natürlich mit einem gewissen Abstand. Oh, ich hab einen Sklavenhändler. Ich wollte schon immer mal einen Sklaven befreien, natürlich. Haben. Nein. Okay, wer will, der kann sich in die große Agora begeben. Die ist wo hier? Zum Markt oder hier da? Ach, da. Weiter unten. Warte, wohin? Hä? Zum Markt. Ach, da. Hey, warte, immer Jose, ja, Agora, was ist eine andere Map? Latein, Griechisch, auch immer ist. Wer ist das denn hier? Wer denn? Die da. Oh. Wer ist denn die da? Ja, hier, da, oder? Mal Schiffpinge und ich immer. Wieso bist du denn da schon? Ich weiß nicht, ob ich hier oben stehe. Mein lieber Freund, du kommst von hier. Ich hab mich da nicht hingestellt. Ich kann die kaufen. Ach, du bist gerade wieder doppelt drauf, oder? Der wird deleted. Ach, das, ich hab doch letzten Mal da oben gekauft, wahrscheinlich war der noch, ja, ja. Oh Mann. Xio, jetzt wo wir hier sind, haben wir einen Plan? Die Merchants ist broken übrigens, Benny. Er bringt uns zu seinem Haus, wo hoffentlich die Sklaven sind, und dann gibt's auf die Leune. Na gut. Oh, gut. Das klingt recht einfach. Erstmal schaffen. Also ihr mängelt euch unter die Leute. Ja. Also ich stehe jetzt hier am Stand. Mal wieder Update. Alle Händler sind wieder zurückgesetzt von ihren Bögen. Die sind tot. Alter, das hat mir jetzt kannst du jedes Mal neu wieder einstellen, dass es Händlerbögen sind. Ich wollte gerade sagen, ich hab hier so einen Charakterstief vor der Nase. Ich hasse dieses Modul mittlerweile. Okay, ich glaube, die wichtigsten sind wieder umgestellt. Das Problem hat es am Anfang nicht so, oder? Hier, doch, hier das war schon immer. Ja? Hier ist der Kindermann. Was? Kindermann. Ja, hier, also, oder was? Das hier funktioniert das übrigens immer noch nicht. Ja, hier. Der ist der. Der ist auf jeden Fall gut besucht. Ein sehr dicklicher Satyr, der ohne ein Wort zu singen oder sonst irgendwie zu gestikulieren auf seinem Akkordeon da spielt und die Kinder beglückt mit seinen Tönen. Hey, Dicker! Er guckt dich nur einmal bedrüppelt an, verzieht wie so ein Clown so richtig überzogen die Miene, macht auf traurig und stimmt dann ein trauriges Lied an. Oh. Ja, dann, nimm es nicht zu Herzen, wir sind nicht alle gleich. Die Kinder, buh, verschwinde! Wie bei, traurig gemacht. Wie bei Family Guy, wo Stu geschwindet hinter den Decken mit der Trompete. Ja! Wait, als wer willst du dich verkleiden? Ich hab gerade so harte Majora's Mask. Frische Oliven! Frische Oliven! Alter, Oliven! Oliven! Bisschen sagst du, reinen Schlund. Wo? Das kann ich doch auch, ey. Hier, ich verkleide mich auch. Hä, hey, der hat immer noch eresische Oliven irgendwie in der Sandelein, Aul? Das hab ich doch gekauft. Der hat nachgefüllt, der hat dich nur geködert, dass er nur eine Flasche hackte. Nach deinem Besuch hat er direkt eine neue aus einer Kiste geholt. Ja, einen frischen Oliven. Ich beschwer mich bei ihm. Das ist ja ein Schnäppchen. Das wird feinste aresische Oliven. Hä? Hey, ich hab doch das letzte Fässchen gekauft. Alter Mann. Heute kam eine Lieferung rein. Frische Oliven. Ich will Geld dabei. Zack. Oliven. Ja, oh, ich liebe Oliven. Die Amphissa-Oliven. Ich verkleide mich als den einen Typen, der eigentlich hätte Companion werden können. Hier den Zentauren damals. Der die Verbindung braucht. Mit irgendjemand. Okay, warte. Der gute Polon. Warte, den haben wir doch hier, den Token. So. Der Bro. Hast du die als Schwarze oder als Grüne gekauft, Kronk? Da sind sowohl Schwarz als auch Grün drin. Alles dabei. Sogar Cocktail-Oliven hat er. Das ist ein schöner Mix. Paprika-Voll. Schöner Oliven-Mix, rein im Schlund. Alter, Wein für 50 Gold die Flasche, what the fuck? Der wird jetzt auch richtig, die Oliven werden jetzt auch von Kronks richtig animalisch gegessen. Oh, Kronks, ich hab da sowas, ich könnte dir beibringen, wie man Oliven richtig isst.
Du musst die so richtig. Und du hörst gerade so ein Knirsch, Knirsch. Du musst die mit dem Finger so richtig weit reinstecken und dann ablutschen den Finger. Das ist, da stehen die richtig drauf. Du musst du richtig verführerisch essen. Oh no. Irgendwie nimmt sich so eine Olive, schiebt sie dann so rein und kaut dann so wie so eine Kuh drauf rum. Wieder Koyai. Ich glaube, da ist alle Hoffnung verloren, Kronks. Gut, dass ihr das gefunden habt. Ah ja, ich bin erstmal weg hier. Ich spuck Kronks halt ja wieder aufhört essen und ist es dann nochmal wieder Koyai? Nee, die Kerne werden mitgegessen, hör mal. Wenn man schon mal Zähne hat, dann kann man es auch gleich einsetzen. Dreimal essen und dreimal runterschlucken wieder. Und nachdem wir es wieder. Ja. Oh, die Menge hat sich verflüchtigt. Ist jetzt nicht mehr so aufregend. Orsus hat jetzt dunkle Haare. Irgendein beliebiges anderes Gesicht. Ist etwas älter und vor allem hat er ja, dicke Knöcher an Fingern. Also Ringe und Brosche und. Macht ein bisschen auf Wohlhand. Okay, dann weiß ich. Dann red du nicht so viel, weil du bist ja ein bisschen arrogant. Ja, warte da, Robert. Arrogant? Wie kann ich das sagen? Ein reicher Mann ist arrogant. Vergesst nicht, für wen ihr arbeitet. Er geht voll auf. Okay, dann gehen wir mal zum Kollektor. Ich klopfe auf seinen Boden. Also so, ne? Also. Zuerst dreht sich die Schlange aus seiner Schulter zu dir um und zischelt dich einmal an. Und dann geht der Blick des Mannes mit der Goldhaube auch auf dich. Ah, verehrte Kunden, willkommen. Wir hatten eine Verabredung, nicht wahr? Genau. Und ich habe natürlich auch meinen gut betuchten Freund mal mitgebracht. Der ist. Er ist ein Kenner wie ihr. Einen guten Abend wünsche ich. Guten Abend, der Herr. Mit wem habe ich das Vergnügen? Olanius. Mein Name. Ah, ja. Ihr seid Kaufmann, Herr Olanius. Gewissermaßen ja, aber für die Details meiner Geschäfte würde ich jetzt hier nicht unbedingt reden mehr. Ach, das wollen wir doch alle nicht. Wir haben doch alle unsere Geheimnisse. Mein erster Händler hier wird die Verhandlungen führen. Ich verstehe. Ich bin eher zur Begutachtung mitgekommen. Oh, dann wollen wir uns das Material einmal anschauen. Natürlich. Dann folgen Sie mir doch gerne. Ja. Lässt hier so eine kleine Leiter zu seiner Empore hoch und geht dann hier in eines der Häuser hinein. Der Rest bleibt draußen. Gibt es jetzt schon ein Fenster irgendwo zum Reingucken? In dem Haus schon, aber das hier ist wie so eine Lagerhalle. Die hat nur diese eine große Doppeltür, die er gerade aufmacht und wo er dann im Dunkeln verschwindet. Wenn er verschwindet, dann fahre ich in der Tür auch schon einfach. Okay. Ich setze mich aufs Pferd. Du hörst anscheinend, wie die tiefer ins Gebäude gehen und dann wird noch irgendeine Tür aufgesperrt. Und ihr beide, die mit reingekommen seid, seht, dass er euch in einen Kellerraum führen will. Ihr habt neue Ware gerade reinbekommen. Euch. So, warte mal, und hier arrangieren. Okay. Hereinspaziert, das verzeihen Sie mir ein wenig die klamme Luft hier unten und den Tiergeruch, aber ich versuche dagegen anzukämpfen. Naja, man muss ja immer seine wichtigsten Geschäfte natürlich von Augen und Ohren fernhalten. Richtig. An was haben Sie eigentlich gedacht? Für was kann ich Sie genau begeistern? Wir haben allerlei Exoten hier untergebracht. Zuallererst wollten wir uns einmal angucken, was haben Sie so für Minotauren? Wir bräuchten ein paar Arbeiter auf den neuen Feldern, die wir haben. Minotauren habe ich hier unten nicht untergebracht. Sie sind zu groß und nehmen zu viel Platz weg. Aber ich kann Ihnen eine Empfehlung aushändigen und damit gehen Sie einfach auf den Minotauren-Sklavenmarkt im Norden von Mithros. Na, das hört sich doch vielversprechend an. Sagen Sie einfach, der Kollektor schickt Sie. Und bei der Auktion wird man sicherlich ein wenig Vorzug für Sie gewähren. Gibt er uns irgendwas, das als Siegel oder so, dass er... Einen Moment. Kommen Sie doch mit in mein Büro.
Oh, so rümpft die Nase und guckt sich um, so richtig abgestoßen, wie das hier aussieht. Und sobald er aus der Sichtlinie ist, schickt er eine Message hoch. Wir sind im Keller, soweit noch alles gut. Werde ich da so runtergehen, ne? Ich sehe Loot. Ich sehe da eine Kiste. Du siehst auch, als du in sein Büro hereinkommst, dass er da hinten eine Gefängniszelle hat, die er quasi gerade als Bärenkäfig missbraucht. Dort greift ein Bär mit seinen Krallen einmal durch die Gitter, als er das Zimmer betretet. Ach, diese Biester. Verzeihung, den hätte ich Ihnen auch nicht angeboten. Das ist wirklich heruntergekommen, das Material. So, sind wir hier falsch, dann verstehe ich das richtig. Nein, ich stelle nur mal kurz ein Siegel aus. Also. Er gibt dir ein Empfehlungsschreiben dann von sich mit. Hier, bitte sehr. Ich würde das meinem Herren so darbieten. Mhm. Kleine Info, vergesst die Drachen nicht. Ja, ich weiß. Glaubst du, die würde ich auch nur annähernd vergessen? Weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht mal, was hier unten ist. Ah ja, sehr schön. Er nimmt's. Und mach mal weiter, denk an, was wir noch alles brauchen. Und dann liest er sich das so lange mal durch. Was haben sie denn hier unten so für Exoten? Ja, den Bären haben sie ja kennengelernt. Folgen Sie mir mal wieder den Hauptraum, bitte. Hier sind wir tatsächlich schon bei meiner Hauptattraktion. Und er deutet auf diesen... Upsala, weg war. Tschüss. In der Wand verschwunden. Er ist ein Geist. Er deutet auf so einen kleinen Vogelkäfig, wo sonst vielleicht irgendwelche Kanarienvögel reingepasst hätten. Da drinnen seht ihr einen winzig kleinen Drachen. Ein Drache, wie er leibt und lebt, meine Herrschaften. Dürfte ich ein bisschen näher rangehen? Na, tun Sie sich keinen Zwang an, er ist handzahm. Ich würde den einmal genau inspizieren. Okay, gib mir mal einen Nature-Wurf. Da. Und dann Nature. Ja. Du siehst dieses kleine Wesen hier, von dem du weißt, anhand des stachelbewehrten Schwanzes, dass es sich hierbei um einen Pseudodrachen nur handelt. Nicht mal ein kleiner Würmling ist das. Was? Wie? Also das ist ja wahrscheinlich schon ein ganz kleines Baby. Ne, die werden nur so groß. Die werden nur so groß? Ja. Wir werden uns gerade verarscht. Ja, vielleicht weiß es. Ich würde gerne einen Inside-Check auf ihn machen. Okay. Ich würde ihn nehmen. Pseudodrache, who cares? Naja, der will den dir im besten Gutglauben verkaufen. Der glaubt halt echt, dass der einen Drachen da hat. Warte, der weiß ja, dass ich der Held der Prophezeiung bin, ne? Ja, kannst du dir denken. Ich würde gerne zu ihm gehen und Collector. Ich denke, wir werden mit meinem Herrn natürlich eine gute Geschäftsbeziehung vereinbaren. Deswegen will ich euch nichts vorenthalten. Ich denke mal, diesen Drachen habt ihr von wem gekauft? Er wurde von Barbaren an der Küste eingefangen und ich habe sie für einen guten Preis von ihnen gekauft. Dann schmerzt mich das wirklich zu sagen, aber ihr wurdet reingelegt. Reingelegt? Ich glaube kaum. Die Merkmale sind doch offensichtlich. So, ihr wisst von meiner Vergangenheit, dass ich mit einer der ersten Drachenreiter war. Deswegen schätze ich hier euren Kennerblick in dieser Angelegenheit. Und deswegen sage ich, ihr wurdet verarscht. Schauen Sie sich das einmal hier an. Und ich bitte ihn so rechts neben. So, Sie sehen das zum Beispiel besonders an dem stachelbewehrten Schwanz und den zwei Stacheln vorne an den Flügeln, dass das nur ein Pseudodrache ist. Pseudodrache? Größer als wie er gerade ist, wird er nicht. Er ist schon ausgewachsen. Das ist ja wie meine gute Natter hier. Nur mit Flügeln. Und sehr stark werden sie leider auch nicht. Nein, das hätte ich wissen müssen. Das ist unangenehm. Verzeiht mir. Ja, es tut mir leid. Das sind normale Fehler. Drachen hat man lange nicht mehr gesehen. Wie gesagt, das nächste Mal, also diese Barbaren, ich weiß nicht, ob sie wirklich was auchen wollten oder ob sie es selber nicht wussten, aber wenn die Barbaren nicht mal ihre eigene Ware überprüfen, weiß ich nicht, ob man da nochmal Geschäfte mitmachen sollte. Ah, das überlege ich mir eh. Sie werden immer stürmischer heutzutage. Hätten mich beinahe mit Pfeil und Bogen von der Küste verjagt.
Was? Barbaren wie so Leib und Leben. Ja. Vor allen Dingen, weil man sagt, auf ihrer Insel würde auch ein Drache umgehen. Deswegen war ich mir eigentlich sicher, dass das vielleicht irgendeine Brut von diesem Wesen ist. Diese Pseudodrachen, sind die meistens so in den Gegenden, wo richtige Drachen sind? Frag sie ihn. Nein, frag ich meine Erinnerung. Warte mal. Da muss ich jetzt selber meinen Dungeons & Dragons ein bisschen auffrischen. Könnte ich mir halt vorstellen, dass die quasi so wahrscheinlich wie so... Also so Mini-Kill von richtigen Drachen. Ja eben, dass sie so wie Parasiten sind. So wenn Drachen was erlegt und das nicht fertig ist, dann kommen die so angeflogen. Jetzt wie Hyänen oder sowas. Ja genau. Hyänen, die halt so den Rest holen, wenn der große Predator weg ist. Ich weiß nicht, oder es ist vielleicht wirklich, sag ich jetzt mal, so eine kaputt gezüchtete Drachenrasse. Naja, die gab, dadurch, dass ich weiß, was die sind, gab es die ja früher auch schon. So quasi. So der, Möpse quasi. So wie ein Wolf zu einem Hund wurde, damit man als gezähmtes Haustier. Ich würde eher sagen, von einem Wolf zu einem Mops. Ich hätte eher gesagt, von einem Wolf zu einem Chihuahua. Ja, ja, so eine Trethupe. Ja, genau, so eine Fußhupe. Aber so. Im Internet wird nichts Gutes erwähnt. Aber ich habe doch hier Fitzbuns Treasury of Dragons im Schrank stehen. Da wird jetzt erst mal. Da wird rausgeholt. Der Collector holt sein Bestimmungsbuch heraus. Da wird erstmal erst mal gefleckt, was er eigentlich alles hat. Hier wird mal das Fitzbuns Treasury of Dragons Collectors Edition mit Unterschrift rausgeholt. Ich sehe schon, und dann ist hier kein Pseudodrache drin. Naja, ist halt kein Dragon. So wird der Kleine da nicht größer und taugt er auch nicht zur Arbeit. Ja, es taugt immerhin noch als Bote. Man kann ihn wie eine Brieftaube einsetzen, das da. Naja, da muss man wirklich sagen. Sie also sind schlau, die kleinen Wesen. Das ist schon mal so. Robuster als Brieftaube, also da wird nicht so schnell was geklaut. So ein Pfeil, können die ruhig wegstecken. Nee, können sie nicht. Doch, ich lüge doch gerade wie gedruckt. Achso, ja, das. Ich muss ihn ja gut fühlen. Orsus, also Entschuldigung, Olanius gibt Xio mal ein Gold als Trinkgeld. Sagt, das war doch gut, einen Helden für diese Woche zu akquirieren als Händler. Gut gemacht. Ich steck das Gold weg. Da kriegst du gleich wieder. Na, es ist nicht viel im Umlauf, also Fistbounce hat das auch nicht drin. Ja, dann sagen wir mal, die sind nicht in der Nähe. Ich meine, ein bisschen Sinn wird es eigentlich geben, aber... Weil es wird safe, so von Mutter Natur her, wird safe bei Drachen so parasitenähnliche Kreaturen geben, die quasi das wegfressen, was die nicht fressen. Drachenkot. Also wenn sonst jemand irgendwelche Origin-Stories von Pseudo-Dragons weiß, kann er die gerne erzählen. Ich weiß nur, dass man sich irgendwann in einen verwandeln kann mit einer bestimmten Klasse. Aber selbst Forgotten Realms. Ich glaube, die sind sehr verspielt, so ein bisschen wie Feenwesen fast, oder? Ja, es wären die Fairy Dragons, glaube ich, oder? Achso, sind die anders. Extra, die Warlocks können ja einen Pseudo-Dragon als Familie haben. Ja, richtig. Stimmt. Ich glaube, Paladine haben jetzt hier neu bekommen. Die können telepathisch mit einem Adventurer. Kommunizieren. Heftig. Was mir gerade noch einfällt, Meister. Ja, nur zu. Ich wollte gerade sagen, also mein Meister ist hier Joadio. Nicht der Collector. Der Collector hat sich auch angesprochen gefühlt. Ich spreche natürlich Leute mit der Collector. Diese Pseudodrachen können auch telepathisch kommunizieren. Dementsprechend könnte man sie gut auch als Spione benutzen. Ja doch, die sind wie so kleine Prankster. Katzenprankster sind das. Okay. Ah lol. Pseudo-Dragon ist auch Dislike Cruelty. Oh. Die müssen nur genügend gezüchtet werden. Dann ist das auch weg. Müssen wir ihn austreiben. Und die Peitsche! Das überleben die deswegen nicht. Also, back to the Thema. Deswegen also, man könnte sie auch gut als Spione verwenden.
Und ich zwinker dir so zu. Ja, ein Mann von eurem Stand ist doch sicherlich... Braucht doch sicherlich einige kleine Wesen, die nicht auffallen, oder? Ist das Ding denn intelligent? Definitiv. Natürlich ist das intelligent. Xio? Sie sind äußerst intelligent. Sie können auch kleinere Aufträge erfüllen, die etwas komplexer sind. Also du rätst mir zu einem, verstehe ich das richtig? Das kommt natürlich auf den Preis an. Genau. Ja. Er winkt so nach dem Motto, mach mal, also verhandeln. Mein guter Freund, was wäre denn der Preis von diesem Pseudo-Drain? Ah, dafür, dass ich so einiges an Wegstrecke auf mich nehmen musste und der ganze Transport der Käfige und die Nahrung und alles. 150 Goldstücke. 150? Wie viel hätten sie denn verlangt, wo sie noch dachten, dass es ein Drache ist? Ja, das wäre quasi 1000 Goldstücke. Seht ihr, ich bin schon weit unter dem, von dem ich dachte, was mein Profit wäre. Das kann ich natürlich verstehen. Da müssten wir... Wie heißt mein Meister nochmal? Olanius. Glaube ich. Ich habe auch vergessen. Tarnung aufgeflogen. Ich nenne dir das sowieso. Mein Herr, bevor wir den Pseudo-Dragon kaufen, müssten wir doch wahrscheinlich mit Kasim, unserem Meister der Schatten, einmal reden. Inwiefern er diesen Drachen benötigt. Das haben sie nicht gehört. Jemand anders wäre verantwortlich für das Ding, den Drachen, Pseudo. Wenn dies in Ordnung ist, würden wir den kurzfristig nochmal zu euch schicken. Verstehe. Er kommt natürlich. Der kleine Drache hat anscheinend euch irgendwie verstanden, dass er die Chance hat, da jetzt rauszukommen und guckt euch mit großen Augen aus dem Käfig an. Ich brauche auch Message. Und er kann wirklich mit telepathisch sich verständigen. Inwiefern verständigt er sich jetzt telepathisch? Also hat er uns ja, weil der uns ja, Max sagt ja gerade, dass er merkt, dass er durch uns rauskommt. Will der dadurch schon mit uns telepathisch reden? Können wir dadurch schon mit ihm telepathisch reden? Theoretisch könnte er das. Du musst das nicht haben, dass er mit dir reden kann. Du kannst dann quasi auf ihn antworten. Würde ich ihm gerne sagen, so, wir holen dich gleich hier raus. Auf was denn? Auf drakonisch oder was? Ich denke mal, die könnten drakonisch, ne? Ja, stimmt. Bitte, nimm mich mit. Gleich. Er kann drakonisch, ja. Das kann der Typ natürlich auch drakonisch. Ne? Kann sogar normale Handelssprache. Weltbar. Also ich würde ihm halt sagen, dass wir ihn gleich hier rausholen werden. Er muss sich noch ein bisschen gedulden. Ja. Frische Luft, fliegen. Alles klar. Ich sehe schon. Ich glaube, wir haben mal bald einen neuen Companion. In dem Moment, wo Benny gerade die Stimme aus, die habe ich gerade Mitleid bekommen mit dem Pferd. Ja, irgendwie schon. Ne? Ich glaube, ich brauch gleich eine Fliegenklatsche. Ich glaube, wir gehen gleich mal zum Minotauren-Sklavenmarkt. Kauf uns einen. Da bin ich der Verkauf. Minotauren, Phileas, vereinigt euch. Kauft ihn, damit er den Turm aufbaut. Und wenn er fertig ist, verkaufen wir den wieder. Rock. Nun denn, aber ihr habt ja bestimmt noch ein paar andere Sachen hier, die nützlich sein könnten. Ja, natürlich, schauen wir uns weiter um. Hier haben wir... Oh Gott, jetzt fällt mir der deutsche Name nicht ein. Cockatriss. Was war denn das? Cockatriss. Gleich in Deutsch? Adam Strauß? Nee, Cockatriss. Heißt so. Nee, das sind die versteinern können. Ja, heißt Cockatriss. Basilisk, so war das. Nee, das heißt Basilisk. Cockatriss ist was anderes. Irgendwas mit Haaren. Echt? Ja, ist ja was Ähnliches. Das sind die Hühnerartigen, die versteinern können. Und das sind Hühnerbasilisken in Anführungszeichen. Ach lol, Basilisken. Ja. Ne, Cockatrice heißt auch die Reaktion. Ist was anderes, aber. Das ist ein Vieh mit einem. Das ist ein Vieh mit halt einem Hahnkopf. Der Hahnbasilisk. Deutsches Wort dafür. Irgendwas mit Hahn. Versucht nicht, bei Google einzugeben als Deutsch und mit Deutsch zu suchen, dann kriegst du Kakerlaken raus.
Doch, da kommt was anderes. Der Basilisk kommt auch raus, aber es ist ein anderer Basilisk. Es ist so ein Basilisk. Schreckhahn-Basilisk. Ich glaube, Schreckhahn war es. Der Schreckhahn. Kakadu was? Kommt in. Also, Schreckhahn. Also, ja. In Wikipedia steht ein Nymphensittich. Alter, nein, nicht. Ich glaube nicht. Nicht wirklich. Okay, doch, Schreckhahn ist es. Schreckhahn ist es bei Shadowrun. Naja, it's two like dragon wyvern. Or serpent like creature with a rooster's head. Oh, oh. Ja. Doch, es ist Schreckhahn. Ist auch so ein was. Papa, ist ein hahnähnlicher Basilisk. Ja. Der Schwanz-Basilisk. Das ist wie Backbier, quasi. Der Poppans ist. Der Poppans! Okay, ja, dann ist es der Schreckhahn. Der Schreckhahn, den er da hat, scheint trainiert zu sein, denn als er ihn einmal kurz am Käfig füttern will, nimmt dieser das nicht direkt aus seiner Hand, sondern wartet, bis der Meister es auf den Boden geworfen hat und pickt dann nach den Körnern, um ihn nicht zu versteinern. Seht ihr, handzahm. Mhm. Natürlich nur, solange man will, dass er handzahm bleibt. Oh, das ist natürlich etwas nützlich. Ein Vogel? Was sollen wir mit einem Vogel? Mein Herr, ihr könnt ihn einfach nicht nur ein Vogel. Es ist ein... wie heißt das Ding nochmal? Sieht aus wie ein zu großer Schreckhahn. Kann er denn überhaupt fliegen? Fliegen glaube ich nicht, ne? Ich gucke, ob er einen Flight Speed hat. Ja, er kann fliegen. Sehr schnell sogar. Deswegen musste ich ihm die Flügel ein wenig einstutzen. Oh. Alles klar, und auch kastrieren, aber viel. Okay. Warte, wenn Orsus mit mir mit Message mit mir redet, kann ich aber nicht antworten, ne? Er macht gerade kein Message, weil Message ist ja so wie. Ja, aber wenn. Doch, doch. Dann könnte ich antworten. Kannst direkt einen Satz antworten, ja. Wir hätten übrigens ein Zeichen machen sollen, wenn ich mit dem reden muss. Jetzt muss ich mal überlegen. Warte. Ich würde gerne telepathisch mit dem Drachen kommunizieren, dass er meinem dicken Freund hier sagen soll, dass ich mit ihm reden will. Hey, du hörst die Stimme des kleinen Drachen Orlanius. Löwe, will mit dir reden. Oh, das ist ja nett. Ach, du bist das. Hey, ich hoffe, dass wir dich hier rausholen können. Was sagt er denn? Ach so, ich soll Kontakt aufnehmen. Na gut. Warte, ich frag. Was willst du ihm sagen? Soll ich übersetzen? Wenn möglich, soll er mit unseren Freunden draußen kommunizieren, dass es langsam Zeit wird, dass sie sich sammeln und leise reinbewegen. Ah, oh, okay. Der Löwe meint, du sollst Freunde benachrichtigen. Um hier reinzukommen. Oh, sehr gut. Dann sagt er zu den beiden hier, ja, dieses übergroße Huhn, ich weiß nicht so recht. Schau es dir nochmal an. Ich bin mir, glaube ich, doch interessiert an dem kleinen Drachen da. Und kommt rüber, macht so ein bisschen, oh, tutsi. Er will es einfach nur den Rücken zugedreht haben, damit er Message machen kann. Und ich auch. Euer Kennerauge enttäuscht uns nicht. Es ist immer schwierig mit einem Herrn, der nicht immer das richtige Auge für die richtigen Sachen hat. Oh, was bist du denn für ein Süßer? Und er schaut zu ihm hin, wie er mit dem Drachen spielt. Aber nun denn, reden wir wieder über den Schreckhahn. Inwiefern erkennt er denn denjenigen, auf den er hören soll? Und Message nach oben, wo er sagt, kommt langsam ran, es geht gleich. Also. Nur weil wir sind gleich schnappen, aber langsam rankommen. Hast du gehört, Pferdekopf? Gleich geht's los. Steht allerdings oben vor einer verschlossenen Tür. Die kann ich aufreißen. Kann ich aufreißen. Ich drehe mich halt meinen Hinterhufen zu der Tür hin. Die wird gleich aufgekloppt. Ich hab übelst einen Plan, selbst wenn die laut reinkommen. Also sagen Sie uns Bescheid, wann wir reinkommen sollen? Anscheinend. Na gut. Alter, ich hab den übelsten Plan, wenn die laut reinkommen. Also,
Eigentlich soll das ab sofort sein. Also jetzt, oder? Glaubst du? Weiß ich nicht. Also diese Stimme hat auf jeden Fall gesagt, wir sollen langsam reinkommen. Du, lieber Drache, frag mal Xir noch, gibt es ein Zeichen oder wie sieht sein Plan genau aus? Ist so ein Verteiler, der Drache. Xir kriegt die Message quasi 1:1 wieder. Sag ihm einfach, er soll gleich mitspielen. Wenn die laut reinkommen, wenn die leise reinkommen, dann einfach alles raufballern, was geht. Ich sehe schon Feuerbälle und alles. Ihr sollt improvisieren, werter Herr. Was haltet ihr denn davon, Melandios und Sylvis und so weiter? Das gäbe die Option, ich gehe als Stadtwache dort hier runter. Haben wir vielleicht das wäre gut. Vielleicht. Ja. Können wir nicht einfach klopfen? Ja, klar. Ich klopfe. Jo, ich zieh schnell. Ich ziehe aus meinem Rucksack schnell noch den Soldateninsignie und hefte sie mir an. Lest gerade, der kann ja gar nicht richtig reden mit euch, der gibt euch eher so Ideen und Bilder rüber. Jetzt zu spät. Kind ist in den Brunnen gefallen. Ja, eben. Kind ist in den Brunnen gefallen. Ein besonders begabter Pseudodrache. Ja, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Der ist halt krass. Von daher. Ja, gut, ich sag mal, selbst in Bildern kann man ja relativ noch gut eigentlich. Ja, der kann jetzt reden. Der ist hier Big Brain. Bilder erzählen mehr als 1000 Worte. Der hat jetzt 12 Intelligenz. Das hast du schön gesagt. Der hat einfach noch so ein Hütchen auf, aber das ist kein Hütchen, das ist einfach sein Gehirn, was oben rausragt. So, der Drache zeigt so mit der Aussage, Drache zeigt so ein Bild, wir haben eine 30-minütige Diskussion damit. Was will er uns sagen? was macht ihr jetzt oben? Ja, die erste Frage, kommen die laut rein oder leise rein? Ich klopfe an der Tür. Ja. Du klopfst, okay. Ich stehe in voller Montur und hab mir die Soldateninsignie angeheftet, dass ich halt als Stadtwache durchgehe. Ja, ich scheine natürlich Kundschaft zu haben. Ich reite sicher, auf dem Pferd. Ihr erwartet noch Besuch? Ich meine, das ist schon. Nein, aber für euch nehme ich mir Zeit. Sich aus, nicht so lange. Ich würde ihn natürlich bevor er so hochgeht, würde ich so gern meiner. Geht er? Würde ich gern. Ich wollte gerade sagen, meine Hand an seine Schulter, habe ich die Schlange gesehen. Würdest du gern. Kollektor. Ja. Ich bin ehrlich mit euch. Das könnte Besuch sein, der uns nicht sehr wohlgesonnen ist. Was meint ihr? Nun ja, mein Herr ist ein viel gefragter Mann und momentan aus Sicherheitsgründen und weil wir natürlich hier bei euch sind, wollten wir nicht viel Aufmerksamkeit erwecken, als bin ich der Einzige, der heute mit ihm gekommen ist. Das könnten manche Leute als Einladung sehen. Ja, meinst du, wir sind hier in Gefahr? Noch nicht, mein Herr. Wir wissen noch nicht, wie die Situation draußen ist. Er schnippt einmal mit dem Finger und eine magische Rüstung umgibt seinen Körper. Würde ich hast auch du ihn gerade vorgewarnt? Ich würde auch Mage Cloak. Warte, ich würde auch Mage Armor casten. Mhm. Das Tier steht noch ein Gefühl. Was für Feinde haben sie? Genau, mein Herr. Naja, ich weiß von ein paar korrupten Leuten aus der Stadtwache. Stadtwache? Ach, die sind so nachtragend. Die sind immer so nachtragend. Ja, aber es ist nicht die richtige Stadtwache. Also, ja, sie arbeiten da, aber sie sind ein bisschen auf die falsche Seite geraten. Und dann war noch dieser eine Viehhändler da, glaube ich. Das hat er auch nicht vergessen. Ja. Ja. Und ein Minotaure, der nach unseren letzten Einkäufen ausgebüxt ist. Ach, das Vieh ist alles. Vergesst nicht die Sklavin, genau. Aber das ist bestimmt nicht. Das, nein, unwahrscheinlich, nein. Aber nein. Sie und ich, wir sind beide sehr begabte Magier. Ich denke, selbst wenn da oben was ist, wir kommen damit klar. Und ich würde so Meteore um mich rumcasten. Okay. Komplett ready, wach, Alter. Er geht auch ein bisschen in Kampfhaltung. So, ihr brecht oben durch. Klopfen wir noch mal. Ich reite auf meinem Nachtross. Also, dann würde ich aufmachen und würde vorausgehen. Okay. Ich würde so eingebrochen. FBI, open up! Stadtwache! Gib mir einer von euch mal einen Stärkewurf mit Advantage. Achso, du hast Game gepaust. Ich wollte meinen Charakter einmal nach rechts bewegen.
Brauche ich mal Token. Ja, da kommt Perseides, unser Brecheisen, der macht das schon. Ja, mit dem Hinterhof schlage ich die Tür auf. Mal ruhig, Brauner. Ach, ich stehe nicht vorne. Ich reite auf den Zahlen. Ja. Gleich Regeln. Ja. Okay, das reicht allemal und die Tür des Warenhauses fällt nach innen, quasi im Ganzen. Trittst du sie ein? In dem Moment sage ich, ich wusste es. Himmel. Warte, warte. Okay, Collector ist on the edge. Was macht ihr? Ich würde gerne Flaming Sphere casten. Aha. Warte. Ich würde ihn ansprechen und würde sagen, aha, verdammt, kann ich nicht. Macht euch keine Sorgen, wir suchen diese zwei Gestalten dort. Sie sind entflohen. Im Namen von Zeit. Im Namen des Gesetzes. Im Namen von Zeit und höchstpersönlich. Sei ich habe nichts zu verbergen. Diese Herren wollten Geschäfte mit mir machen. Geschäfte? Sie haben ein paar der wichtigsten Regeln hier gebrochen. Wer, ich? Nein, ihre beiden Gestalten dort. Pah, nur weil du bei der letzten Bezahlung nicht die komplette bekommen hast, weil du wieder mehr wolltest. Die beiden Gestalten haben einige Verbrechen an sich lassen. Och nicht, du Steuerhinterziehung, Entlaufende Drogenhandel. Entlaufende Sklaven haben hier keine Worte. Wir haben nichts mehr miteinander zu tun. Verschwindet. Und jetzt auch noch Amtsbeleidigung. Seit wann bist du ein Teil der Stadtwache? Weg, geht weg. Gib mir mal einen Gruppen-Persuasion-Wurf. Oder Deception. Deception, ja. Was heißt das? Warte, wer macht das? Von euren 6 Würfen 4 klappen müssen. Wir haben keine Chance. Gegen sein Insight. Sag aber nur, falls wer es nicht schafft. Oder beziehungsweise was die einzelnen haben, damit wir noch ein bisschen weiter roleplayen können, je nach damit man notfalls Inspiration benutzen kann. Melandios macht einen Save. Kronks macht auch einen Save. Episch. Okay. Orlantios, oder wie er heißt, macht einen richtig guten Save. Junge. Komm einer noch! Und tatsächlich, Helios hat verkackt. Danke. Er ist hier so Amateur-Schauspieler. Aber Xio, deine Performance war auch nicht schlecht. Und der Collector kauft euch die ganze Nummer bis jetzt ab. Okay, Knie! Lasst die beiden gehen. Haltet euch raus, dann erschießt euch nicht fest. Natürlich, nehmt sie mit. Ich würde gerne so ein bisschen nach hinten gehen. Und er guckt ja wahrscheinlich gerade die ganze Zeit auf Helios, ne? Ja, so immer wieder zwischen euch, weil er natürlich jetzt auch Angst vor euch hat. Da ihr anscheinend irgendwelche gesuchten Kriminellen seid. Ich würde gerne mit dem Drachentelepatsch reden, dass er meinen Freunden ein Bild zeigt, was quasi den Kampf in voller Pracht schon zeigt. Was ist da denn drin? Das sieht doch aus wie Diebesgut. In euren Köpfen erscheint eine Szene, wo der Kollektor und alle anderen blutig irgendwo an die Wände geklatscht wurden. Kadaver liegen halb da herum. Ist der Drache? Macht gerade viel Vorstellung. Das ist doch intelligent, das ist doch doof. Keine Ahnung. Der Drache hat jetzt alle telepathischen Nachrichten zugebracht, auch von den anderen hier, oder? Oh, die wart jetzt. Also hat er gerade geschickt. Also das hat uns quasi wirklich in Gang gegangene Schlacht gezeigt, quasi. Ja, der ganze Keller verwüstet. Dann würde Helios den Moment nutzen, würde den Javelin aus von der Seite nehmen und den Anstalt machen, als würde er erst in Richtung Xio werfen. Aber noch nicht, da ist der Cockatrice neben. Und dann Richtung Collector werfen. Ich würde dann auch angreifen. Ich würde zwei meiner Meteore draufschmeißen. Ihr habt alle eine freie Aktion. Okay, ich gehe in den Raum und sage, was ich glaube, ich muss hier nicht mehr. Und dann mach ich meinst du, wir machen genug Damage? Ich glaube, ich muss hier nicht mehr reinwürfeln, aber macht erstmal eure Runde. Javelin of Lightning benutzt er. Wow. Was zum? Ich bin unschuldig. Weg. Hey, Invalid Metal Template, warum? Exceed Distance, interessant. Warum Exceed Distance? 17? Wahrscheinlich, weil es über die Karte hinausgeht oder so. Nee, ich darf nicht. Probier's nochmal. Würde eine 17 beim Attack Roll treffen? Ja. Okay. Also können wir jetzt noch dran gehen an den oder müssen wir stehen bleiben? Cool. Oder so von hier machen. Kannst du auf ihn dran stürmen. Oh ja. Und du sagst Freiheit und du sagst Aktion. Ich würde gerne empfehlen. Ich darf nicht Straße, keine Ahnung.
Kann ich einfach Damage Fast drücken oder wie machen wir das? Opi, richte dich! Boah, Alter, nicht so schnell, warte. Ja, ich weiß gar nicht, auf was ich hier Schild drücken muss und auf was nicht. Oh. Was passiert gerade alles? Okay. Irgendwie vier Sachen gleichzeitig gerade. Ja, ich jetzt kommt Raum gewesen und kommt jetzt in den Raum ein. Ja, du bist jetzt aber da an der Tür. Kolanis sticht dem. Sticht dem gerade links in Richtung Rücken, aber verfehlt leider. Ich bin einfach im nächsten Raum. Er hat uns verraten, das ist eine Falle hier. Ran! Nieder mit dir! Alter. Sag mal, wenn ihr fertig seid, dann arbeite ich die Liste an. Ich hab meinen Zug gemacht. Mein Tablet funktioniert halt nicht, deswegen kann ich so, nicht. So, jetzt mal versuchen wir noch Helios Lanze. Tablet wird nicht. Er reagiert da jetzt genauso drauf wie Armstrong. Er nimmt das einfach so alles gegen seine Brust. Ich habe auch einen zweiten Angriff. Passiert, steht halt jetzt im Weg. Das heißt, der kriegt quasi ab, wenn er probiert. Wenn er das mal gemacht hat, dann kann ich einen zweiten Angriff machen. Schon gleich. Kann ich währenddessen den Raum auch schon durchsuchen, während sie da kämpfen? Wie zu groß. Musst du mir quasi jetzt die Würfe so geben. Kann ich einfach damit Spaß drücken? Nee, geht auch nicht, ne? Mach mal Attack. Naja, ich habe. Achso. Oder so. Okay, das macht immerhin etwas. Aber persönlich steht auch drin. Aber wohl, du hast wahrscheinlich vorher geworfen, ne? Ja, ja. Ja, ist danach. Ihr hättet euch abgesprochen. Oh Gott. Okay, erstmal fliegt die Lanze von Helios. Ein Blitz zuckt hier durchs Gewölbe. Ganz knapp an dem kleinen Viech vorbei. Er schafft seinen Rettungswurf, was dafür aber egal ist, denn das Ding macht hier. Er kriegt halt den vollen Schaden, aber alle Damage auf dem... plus 4d6, also was da oben steht. Die 17 nimmt er. Wieso 21 gerade? Weil er wahrscheinlich die 8 draufgerechnet. Ne, warte, schon gar nicht. Hä? Ja, so? Doch, der rechnet schon den anderen Schaden drauf. Er geht erstmal auf 17, verliert er. So. Ah, okay, die andere die Hälfte, weil er es geschafft hat, wahrscheinlich. Ja, ja, so, das war Helios. Dann scrollen wir mal hoch. Wo beginnt der Schauspiel denn hier? Okay, Kronks verfehlt einmal, dann trifft sie aber mit ihrer Glefe, macht ihm 9 Schaden. Ich weiß, zweimal treffe ich an sich. Weil beim anderen habe ich ja hier Dingens Precision Attack eingesetzt. Ich muss gerade einen anderen Wurf erstmal suchen. Der ist direkt darüber. Ist dann nochmal 8 Schaden. Ja. Ich habe ja gerade gefragt, ob eine 17 treffen würde. Okay, da hätte er dann Schild eingesetzt dagegen. Na, Pussy. So, das ist jetzt egal. Deswegen nimmt er nur den einen Angriff. Dann kommt die Rage. Okay. Der Kopis geht daneben, der Backstep. Und dann fährt der Stuhl auf ihn hernieder. Das kann er auf keinen Fall abwehren. Und nimmt 16 Schaden und ist damit tot. Ach, ich wollte sagen, ich habe einen zweiten Angriff eigentlich, aber... sich erübrigt. Ich würde dann den rechten Raum schon mal durchsuchen. Ich zerquetsche ihn gegen den Käfig. Mit meinen Stiefeln. Alter! Ja. Außer das Netz oben da oben. Das ist ein Combat-Karussell. Ach du Scheiße. Nur damit ihr jetzt hier quasi einmal. Ja, braucht. Ich würde mal vor euch. Das ist aber die Initiative quasi. Ah. Der linke ist dann dran immer, oder was? Das skippt so durch, jetzt kann ich hier weiter drücken und dann ist da so der Drache auf demjenigen drauf. Da muss man quasi nicht immer zu dem zweiten Tab wechseln, sondern hat, kann trotzdem die Rolls die ganze Zeit angezeigt haben. Der hätte aber rechts raus tappen können. Das ist ja cool. Kann ich irgendwie drehen, ob das senkrecht oder waagerecht ist? Keine Ahnung, ich hab's vorhin erst installiert. Hast du dieses Zahnrad oben links oder sehe nur ich das? Das ist, glaube ich, nur du, ja. Okay, dann muss ich mal gucken, ob es irgendwelche anderen... Nein, nur mal Interesse halber, ich meine, so gehen das auch. Hast du diese drei Balken? Links an der Seite? Da kannst du es, wenn es gedrückt hältst, verschieben, jedenfalls oben waagerecht. Achso, ja, okay. Denk mit Rechtsklick immer schauen, drauf, mit Rechtsklick drauf ist wieder Standardposition. Achso, jo, alles klar. Ah. Wieso gibt der Collector dort keine XP? Warte mal. Jetzt zu mickrig. Ah, da kann man wegmachen. War eigentlich erwartet, dass wir den töten. Hallo? Ich hätte nicht getötet. Ihr Mörder-Hobos. Ich hab nichts gemacht. Also er nicht. Ja, er wurde leicht vernichtet. Der hat auch gerade keinen Bock, euch XP zu geben.
Das ist leider das Schlacht. Schlacht. Ich hab ein Bild von der Schlacht gesehen. Da zuckt mein Finger. Der Kampf war schon unfair. Ich würde sagen, pauschal, gib uns einfach 1000 XP für jeden. Ihr habt einen Soldaten, der ist schon krass. Der hat schon so Tiermatten. Der war echt herausfordernd. Der war richtig imbe, der Typ. Ihr habt einen Soldaten, der Schlachtfelder gesehen hat und von Schlachtfelder traumatisiert ist, habt ihr eine Schlacht gezeigt. Was denkt ihr, was passiert? So, ich mach's manuell. Der war richtig imbe, der Typ. Müsst ihr euch Add drücken im Chat? Für nichts, finde ich gut. Wir waren CR6-Monster. Er war. Oh. Aber der hat halt keinen einzigen Zauber losbekommen, ne? Ja, ah. Doch, der hat Schildzauber gemacht. Der wurde ordentlich bambuselt, ey. Dafür ist er schnell gebrutzelt, Alter. Junge. Aber halt ein Age, ne? Steck mal nicht weg. Jo, und Kronks müssen noch im Chat auf Add drücken. Das siehst du? Ah. Ja, das sehe ich. Ja. Was haben wir denn hier in dem Nebenraum? So, ein Weinlager von erlesenen Tropfen, die der Collector da angeheimst hat. Ich nehme die teuersten Tropfen, werde ich mir einstecken. So ein ganzes Fass. Oh, da kannst du gar nicht, kannst du gar nicht tragen. Hallo, klar. Ich habe noch 40, also 20 Kilo kann ich noch tragen. Der Fass ist größer als du. So, schauen wir mal hier die Loot im Raum. Wenn ihr hier looten wollt, natürlich. Ja, der Collector selbst. Die hier. Ja, mach die mal noch nicht auf. Die ist noch falsch. Die kann ich eh nicht aufmachen. Aha. Ruhe. Finger weg, hier ist mein Wein. Ja, jetzt könnt ihr dran gehen. Alles klar, dass euch wieder nur der Wein interessiert. Kommt, ich bin davor, die Kuh ist leer. Mein. Da strahlt dir feines Platin entgegen, als du den Deckel anhebst. Wie viel hast du gerade rausgenommen? Eine Menge. Habe ich gesehen. Hä, hey, warum nimmst du einfach das Platin rausgenommen? Ja, das wird ja dann geteilt. Ich musste erstmal. Nein, weil wenn ich es per se das gebe, dann sehen wir es nie wieder. Hey, du kannst. Das hast du! Du hast die ersten 9 rausgenommen, anscheinend. Schön, wir haben eine gute. Ich habe eine gute Frau an meiner Seite, die weiß, wie man das Geld reinsteckt. Ja. Wir haben 7 Ways eigentlich. Wir haben nur 6 Leute. Jetzt hier in der Gruppe. Der Pseudodrache will seinen Anteil. Mal 41 Platin wären das gewesen. Ah ne, das ist noch übrig. Nachdem du rausgeklaut hast, irgendwie ja, nur 10 Münzen. Ja, das ist schon so eingeteilt, dass du nur so viel nehmen kannst. Hä? Wie? Da muss jeder ran. Ja. Also, was macht man dann jetzt? Also take einfach, oder? Ja, take. So viel, bis geht. Ich glaube, das ist schon so eingestellt, dass du nur einen bestimmten Betrag rausnehmen kannst. Nö, das ist Scheiße. Ich kann mehr nehmen. Hä, warum kannst du mehr nehmen? Ich kann 14, weil so viel war mein Share. Ich frage mich, wer die bei dem 7. Anteil das Geld bekommt. Ist gar nichts mehr drin? 7,571428572851 Platin, okay. Ja. Dadurch hat er auch die 14, die ich mir vorher genommen hatte, deleted. Also quasi, die hat er wieder in die Split 7 Ways gemacht. Gut. Ich bin so verwirrt von diesem Spiel gerade. Jeder hat jetzt 7,5 Platin bekommen, passt doch mal. Wie viel waren ursprünglich drin? Ich hab 7, ja, ich hab auch 7 bekommen. 50 Platin. Ich hab auch 7 und etwas bekommen. Dann wären es aber 8,3 Periode. Halt dich ran. 6 Leute. Genau, 8,3 Perioden. Und nicht 7, sonst gedöns. Weil irgendwie sie haben wir einen 7. Mann irgendwo her, ich weiß nicht, wo der ist, nur. Der Pseudodrache Geld bekommen? Nee. Ja, dann würde ich sagen, gibt sich jetzt jeder einfach mal 8 Platin. Weiß halt auch nicht, wer da mit einbezogen wird. Ich habe halt noch hier so einen Dummy bei euch drin, aber der hat halt auch nur 2 Platin gerade mehr. Na, 8,3 Periode Platin wäre doch 8,3 Gold oder so. Nee, 8 Platin, 3 Gold, genau. Ja, also 8 Platin, 3 Gold kriegt jeder. Okay, wenn wir jetzt genau sein wollen, auch noch 3 Silber und 3 Kupfer. Also 8 Gold mehr, als wir bekommen haben. Habe ich gemacht. Naja.
Okay. Aber Silber und Kupfer, das ist mir zu viel Kleingeld. Hatte er nicht noch was gehabt jetzt? Oh. Oder? Ja, er hatte den Schlüssel zu der Truhe und, was für euch allerdings recht uninteressant ist, ein Zauberbuch mit allen Zaubern, die es gibt. Nee, guck, da geht's drauf, oder? Nehmen wir trotzdem mit. Alter, das war ja übelst der krasse Zauberer, mashallah. Alter, wenn man jetzt erkannt hat, wird Zauberer. Bringt mich um. Aber ordentlich umgefallen, Alter. Halleluja. William geben müssen. Das Ding können wir verkaufen. So, ich will jetzt den geilen Wein hier haben. Wer will das haben, ein Spellbook? Ja, unser Mage, oder? Also unser Klammern-Mage. Der kann das ja nicht. Der kann das ja nicht. Der kann nicht lesen. Ja, gut, aber wissen wir das, dass er damit nichts anfangen kann? Ja, der kann nicht lesen. Ja, er kann nicht lesen. Das ist ja nicht unser Problem. Das ist ja nicht unser Problem, dass er nicht lesen kann. Da ist ein Tier, der kann nicht lesen. Wenn es sonst keiner will, würde ich es nehmen. So ist es nicht. Also da ist es. Und wenn es auch nur zum Verkaufen ist. Alter, Kamerad Bär. Dann nimmt das. Danny will es nicht, oder was? Okay. Ich guck's mir mal an. Echt, bringt mir so wenig. Also es ist für euch nur für seinen Geldwert interessant. Ich lasse dann schon mal den Zeugodrecken raus, in der Zeit, weil ihr kümmert euch alles um ihr. Du als Sorcerer merkst ja deine Spells. Die blöden Magier, die müssen ja jedes Mal ins Buch gucken. Aha. Ich hab das gerade gedacht, da ist es. Ihr macht den Käfig auch vom Pseudodrecken. Der Kollektor hat auch so einen Schlüssel für alle Käfige hier in seiner Tasche. Wie viel ist das Ding dann wert? Wer hat die Schlüssel gehauen? 100 Gold. Aber nicht hier. Nur 100 Gold? 100 Gold dafür, dass da alles willst? 100 Gold, wenn es leer ist. Also, ja doch. Nee, es war schon nur 50 und ich hab's jetzt auf 100 hochgedrückt. Also ja, aber die Spells sind doch eine Menge wert. Verhandelt. Da ist ja in der Theorie auch Wish drin und so ein Kram. Ich glaube nicht, dass er. Vor allen Dingen, er selber konnte die Spells überhaupt nicht. Das macht alles keinen Sinn. Was sind denn da so für Spells drin? So mal so grob. Alle. Na, alle. Was? Alle. Alles. Originaltext aus dem Adventure-Buch: The book contains all of the spells from the Mage spell list. Ist halt ja wohl ein bisschen mehr wert als das wird eine unglaubliche Summe gekostet haben, das da alles reinzuschreiben. Ich glaube, das ist eigentlich unbezahlbar. Aber ich glaube, das ist, wenn schon. Also, wie man es erklären könnte, dass nur 100 Gold kostet, ist, dass es vielleicht so eine Kopie ist oder so, dass es kein echtes Spellbook ist. Ja, ich würde sagen, kennen wir einen großen Magier? Nein. Schnauze. Das ist das Problem. Was ist denn hier mit. Valus ist wahrscheinlich kein Magier, ne? Das ist ein Göttin, die kann eh alle Zauber. Das wäre so auch ein Baden, eigentlich. Tiefling-Dings, ist der vielleicht Magier oder ist wahrscheinlich eher Warlock? Dem geben wir ganz sicher nicht das Zauberbuch. Ich gebe dir ganz sicher nicht ein Buch, was Wish enthält. vielleicht ist Versi ein Magier. Das geben wir auch nicht Versi. Eigentlich sollten wir das Buch vernichten. Was? Das wird verkauft. Eigentlich wieder bis sowas an. Damit es nicht Ruhe, ich gebe dir das sicherlich nicht. Damit es irgendeinem Schurken in die Hände fällt und der damit Leute unterdrückt. Nee. Keine Sorge, Horses. Wir stibitzen ihnen das und geben es an dem Tiefling. Was zum Fick? Ich könnte es auch verkaufen. Ich öffne mal die Tür und gebe dem Viech was zu essen da drin. Wollen wir den Käfig aufmachen? Helio, was ist denn lässt den drin. Bei den aufmachen und Essen geben. Bei den Tempeln der fünf Götter. Ne? Und ein bisschen Wein natürlich auch für den Pseudodrecken. Da sind ja sehr viele Menschen immer angestellt. Und sind ja meistens wahrscheinlich eher Priester. Aber da sind auch bestimmt zu Verteidigungszwecken ein paar Magier drin. Und da wird da bestimmt ein sehr hoher Papst oder so krasser Magier sein. Hallo, bist du der Papst? Weißt du, das ist eine fucking Religion. Die werden ja wohl irgendein Oberhaupt haben. Ist denn der Papst und dann Jesus? Die werden ja Ketzer. Die werden doch irgendein religiöses Oberhaupt haben, oder nicht? Gib mir mal einen History-Wurf. Alter, ich darf einen History-Wurf brauchen für die größte Religion. Ich will die größte Religion. Helios? Da ist ja richtig viel Wein in den Fässern. Ihr seid ja ziemlich stark, oder? Ja. Schnappt euch mal die Karre da hinten.
Xia, du weißt auf jeden Fall, dass es in Mythos noch die Akademie der Magier gibt. Da würdest du vermutlich eher Magier antreffen als im Tempel, wo ja, sind Kleriker unterwegs, die ihre Spells von den Göttern bekommen. Ja gut, dann will ich da gleich hin. Das Problem ist, die haben wahrscheinlich auch alle Zauber schon. Also ich kann eigentlich halt einen, ich glaube nicht, dass man zwei alle haben. Sehr gut. Was ist denn da hinten hier? Männliche Harpie oder was? Wer ist das? Das ist der fliegende Affe. Da kommt man an Kamerad Bär vorbei. Vorbei? Hm. Wie meinst du vorbei? Willst du in den Käfig rein? Was ist das denn? Ah nee, da geht's gar nicht weiter. Ach so, ich dachte, es geht da weiter. Oh, wow. Da ist halt eine Zellentür. Da könntest du ihn rauslassen. Komm zu mir. Wow. Ich war als erstes hier, verpiss dich von meinem Wein! Ja, ja, alles gut. Ich schlepp die Scheiße für dich. Also, ich gebe Ruhe. Nein, ist schon in Ordnung. Leute, kannst du mal. Was? Ich kann gut mit Tieren. In der Sachen. In der Zelle ist ein Bär. Was machen wir mit dem? Mir reicht hier ein Ding. Der Zeudo-Dreck hat bestimmt Hunger. Ich esse nur kleine Fliegen. Ich hab dort einfach Früchte. Kriegst Fleisch. ich hab den gerade Wein und Ration gegeben. Das war nicht angerührt. Deine Rationen sind ja auch ich Früchte. Ich pack wieder ein. Also passt schon. Ja, was ist deine Ration? Wenn es jetzt so eine Schweinshaxe ist, dann geht er da nicht dran. Wäre wahrscheinlich erst Schweinshaxe. Also wenn es ein Spanferkel mit einem Apfel im Maul wäre, dann hättest du eine gute Chance. Weißt du, ich suche hier erstmal Essen, der muss ja überall Essen gelagert haben. Na, da ist auch noch Kamerad Bär, was machen wir mit Kamerad Bär? Ja, gehen wir da in Melantios Lager, da wirst du, glaube ich, finde ich. Ja. Das kannst du dann. Kamerad Bär ist anscheinend übrigens geblendet. Da sieht einige Wunden auf seinen Augen. Der Arme. Ich nehme mal hier das Gemüse und wenn er hier Fliegen und so was hat, ob er da essen wollte gerade. Sollte Kronks jetzt den Peter-Move machen und ihn umbringen, oder? Oh. Alter. Naja, das ist halt der Peter-Move. Was machen wir mit dem? Vielleicht hat Melantios Löwehunger. Der sieht nicht so aus, als könnte er sich in der Wildnis wieder orientieren. Ich kenne mich zwar nicht so viel mit Tieren aus, aber so wie seine Augen aussehen, sieht er nicht so aus, als würde der lange durchhalten. Moment, ganz einfach. Wartet auf einfach meinen Zauber. Da. Ein Tag später. Speak with animals. Hallo, Löwe. Löwe? Hier ist ein Löwe, oder nicht? Der Löwe hat einen Maulkorb um. Das hier oben alles. Pass auf, ich werde dir den Maulkorb abnehmen, aber du wirst mich nicht beißen, okay? Nickt er? Oder macht er irgendwas? Nickt deinen Kopf, wenn du ja sagst. Er nickt. Okay, dann weichen den ab. Aber pass natürlich ein bisschen auf, ne? Also das... Wir trauen da noch nicht so ganz. Und, wie geht's dir, Löwe? Hunger. Ja, Moment. Und dann hole ich ihm was aus dem Nebenraum. Gib mir den Mann zu fressen. Okay, hier. Und dann stopf ich den da so rein. Und dann reißt ihm direkt mit der Kralle erstmal den Kopf ab. Ja. Mit der Stäbe. Aha. Oh, das heißt also, Fühlt sich an dem Kollektor dienlich, anscheinend hat er ihn. Ist, was das für ein das Löwe? Ist das wieder so ein geiler Löwe oder ist das so ein ranziger Löwe? Das ist ein normaler Löwe diesmal. Sig Semper Tyrannis. Ein Löwe, wie er leibt und lebt. Du hör mal, Löwe. Ja. Wir lassen dich frei, okay? Ja. Melantios. Aber du wirst keinem essen, während er will dich rausbringen, okay? Du hast ja jetzt den Bösen bekommen. Ja, bitte? Ich meine, die Spurenbeseitigung hier, das war eine gute Idee, aber meinst du wirklich, ihn rauslassen hier am Marktplatz? Nein, wir nehmen ihn halt mit. Ich werde dir eine kleine Leine anlegen und wir marschieren einfach aus der Stadt, okay? Keine Sorge, ich lasse dich auch direkt frei. Versprochen. Auf meine Hörner.
Ja, vertraut dir anscheinend erstmal. Okay. Ja, außer willst du immer noch der Kaufmann sein oder soll ich dich wieder zurückverwandeln? Ich glaube, das hat er mittlerweile vergessen, dass er anders aussieht und bleibt erstmal so. Eigentlich auch anders aus. Ne? Aber spricht in seiner normalen Stimme. Hey, was meinst du, was machen wir mit dem? Und dann sieht der handsam aus oder wie ist der so? Sieht vor allem halt. Warte mal, ich kann auch reden mit allen, ne? Warte mal, ich geh mal runter. Ah, hallo Bär! Oh Gott, jetzt kommt unser Anna. Ja, der Bär greift immer wieder so durch die Gitterstäbe, als würde er euch fallen wollen. Bär, hör auf damit! Ich bring dir was zu essen und du bist dann ganz handsam, okay? Befreit mich! Bitte was? Befreit mich! Aber du darfst uns nichts tun! Was brauchen? Rette mich! Wie sieht's aus? Ja, gib mir Wasser! Okay, ich geb ihm Wasser. Hier, bitte. Und räusper dich. Erstmal Wasser trinken. Ah, schon viel besser. Na, wie geht's dir, mein kleiner Honigschlucker? Er hat mir mein Augenlicht genommen. So ein Schwein! Oh, nun, dann müssen wir wohl für dich sorgen, was? Moment, sind die Augen ausgestochen quasi, oder? Ja, der hat da wahrscheinlich irgendwie so, das ist ein heißes Eisen oder so reingehalten. Oh, du Armer! Nun, wir haben hier so ein größeres Anwesen, da könntest du wohnen, wenn du möchtest. Wir würden dich auch versorgen. Nicht sicher. Vor Jägern und Sammlern. Ja, ganz sicher. Wir haben auch einen Zyklopen, der passt auf dich auf. Alles ist besser als hier. Ah, sehr gut. Und dann kraule ich ihm ein bisschen das hinterm Ohr. Ja, siehst du, ganz handsam, sage ich dann ganz normal zu Helios. Ja, und wer sorgt dann für ihn? Oh, das wird im... Oh, das ist doch eine gute Aufgabe für unseren Held in Arbeit. Ich meine, Verantwortung zu übernehmen als Zyklop, das ist doch was, oder nicht? Ja, ich weiß nicht, vielleicht, wenn er den Bären quetscht, wenn er den Bären füttert, verquetscht er ihn doch. Ach, Quatsch! Der kriegt das doch hin. Naja, auf deine Verantwortung. Naja, alles ist besser als hier, wie er schon sagte. Und dann mach ich die Tür auf und... Hey, warte, wir führen dich gleich raus. Aber nicht erschrecken, Da ist auch noch ein Löwe, aber der tut dir nichts. Noch ein Haustier. Loreus, der kann sich darum bestimmt noch ein bisschen mit kümmern. Loreus, Alter! Ja, währenddessen kommt einfach Melanthius mit einem Bär aus dem kleinen Ding. So, der Bär tastet sich vorsichtig vor. Ich nehme ihn natürlich mit, ne? Ich knall dir einmal kurz gegen den Tisch. Aufpassen, mein Guter, aufpassen. Warum ist Perseides dieser andere Typ? Weil ich den gleichen Zauber hab wie Orsus. Ja. Das hat sich auch getan. So, mein kleiner Löwe, du auch. So, und gleich dann keine großen... Und nichts gegen dich, Perseides, aber du siehst auf deine Art besser aus. Wo ist der Pseudodrache hin? Ich wollte ihn noch füttern. Warte mal, was ist das denn? Das habe ich auch schon gesehen, aber... Achso, ja, genau. Da sitzt eine Harpie, vermutest du, mit einem Sack auf dem Kopf. Also doch, okay, ist doch was da. Sieht aus wie eine männliche Harpie. Ich gebe den Pseudodrachen schon mal zu essen, dann derzeit, was ich hier in der Küche gefunden habe. Das ist eine weibliche Harpie. Okay. Oh! Einfach nur muskulös. Oh nein. Das mit dem weiblich weglassen soll. Hallo, du? Mach dich zum Matriarchen. Scheint dich nicht zu hören. Kannst du mich hören? Nicht? Nope, hallo? Kannst du nicht. Der getan. Stupst ihn ein bisschen vorsichtig an, so am Flügel, ein bisschen. Dip. Okay. Du hörst. Erstickt, als würde sie ein Lied versuchen zu singen. Aber anscheinend ist ja auch ihr Mund geknebelt worden. Nehmt ihr mal das Ding vom Kopf. Also den Knebel nicht, sondern nur die Haube. Ja. Du siehst darunter ein total verhärmtes Gesicht. Also das Haar hängt den fettigen Strähnen herunter. Du siehst Krusten in den Augen. Und vielerlei Sabba an ihrer Mundbinde herunterlaufen. Die ganze Kreatur ist ziemlich abgemagert. Schaut's an.
Verstehst du mich? Ich hoffe, er hat nichts mit deinem Gehör gemacht. Kannst du nicken? Sie legt den Kopf so schräg und tatsächlich scheint sie so, als würde sie gehörlos sein. Okay. Wo haben wir eigentlich unseren Pseudodrachen neuen Freund? Guck dich so einen anderen um. Ist er in der Nähe? Der reitet gerade auf dem Bären. Könnte hier braucht seine Hilfe. Ich versuche ihn immer noch zu füttern. Ey du, Kleiner! Da. Oh ja, das sieht lustig aus, aber kannst du bitte. Ja, das ist witzig. Kannst du bitte kurz kommen? Ich gebe die Verfolgung auf. Ah, super. Wir haben dich doch gerade befreit. Hm? Und hier die Habie, die ist ja auch gefangen. Wir wollen ja auch helfen. Also spricht mal für die Gruppe gerade. Kannst du helfen bei der Kommunikation wieder? Ja, Bilder schicken? Was soll ich sagen? Zeig mal ein Bild, wie wir gerade dich befreit haben und dann den Löwen befreit haben. So um klarzumachen, dass jetzt vielleicht wir sie befreien könnten. Okay. Ja, flattert ein bisschen näher an die Jehab hier dran, die anscheinend erst nicht auf seine Sendung reagiert und ihm dann irgendwann aber anscheinend zu antworten. Sie sagt, sie wird mitkommen wollen. Okay. Kannst du ihr verständlich machen, dass sie uns nicht angreifen soll? Ich glaube, sie ist dazu eh nicht in Lage. Aber ich sage es ihr. Auch wahr. Sie hat mir ihr Wort gegeben. Na gut. Ich denke, das macht sie einfach frei. Freut die anderen gar nicht, weil... Ja, Melanthius befreie ich alle Tiere, dann kann er auch jemanden befreien. Okay. So, sie losmacht von ihren Beinfesseln, sieht so aus, dass ihre Flügel auch so gestutzt wurden, wie von dem von dem Schreckhahn, Entschuldigung. Warte, dass auch der sie Schreckhahn. Vermutlich nicht mehr fliegen kann. Der Schreckhahn, kann ich mit ihm reden? Schreckhahn. Das habe ich kein Tier mehr, oder? Ja. Ist das ein Tier? Ist das eine Monstrosity? Warte mal. Ich glaube, das ist auch ein Tier, ist das Ding. Cooktrees ist ein Monstrosity. Na dann nicht. Der pickt nur nach dir. Ja, ich dachte, er ist zahm. Ja, nur auf die richtigen Leute. Er gibt dir mal ein Brot, was er gerade auch gefunden hat. Und ein bisschen von diesem Okay-Schwein. Okay-Schwein. Naja, irgendwas zu trinken. Ja. Sie nimmt die Hände so zusammen, wie im Gebet, und dankt dir dann einmal mit einem Nicken. Ja, nix zurück. Und dann kriecht sie ziemlich... sieht ziemlich erbärmlich aus, das Ganze, wie sie aus ihrem Käfig versucht herauszukriechen. Da sie anscheinend auch ohne ihr Gehör und ohne ihre Flügel nicht mehr wirklich das Gleichgewicht gut findet. Wir müssen warten, bis ich Reincarnation habe, dann mache ich alle, die ein bisschen beeinträchtigt sind, lasse ich dann die Hilfe? Auf den Hebel rollen. Wir können auf den Rücken reiten. Ich glaube, wir sollten sie auch mit zu uns nach Hause nehmen. Braucht erstmal Hilfe. Ich weiß nicht, ob sie wieder allein zurechtkommen wird. Ihr könnt auf meinen Rücken reiten, solange bis wir jetzt bei uns sind. Ja, warum nicht? Du Drachenfreund, wie ist denn eigentlich dein Name? Kannst du dir zeigen, also vorschlagen, auf dem Rücken zu reiten? Wie? Ach, das kapiert sie dann schon. Gib's dir einfach hoch. Mein Name ist Flizzidat. Flizzidat. Hallo Flizzidat, ich bin Ausus. Wie heißt der? Ich sehe nochmal anders aus. Flizzidat. Ich nenne dich Fritz. So wie Dat Fritzi, nur andersrum. Friss das jetzt. Dann Fritzi, ein Weibchen. Ja. Sendet er dir per se das, sendet sie dir. Sie ist Weibchen, heißt ich darf sie Fritzi nennen. Rot. Was? Rot? Ja, das war, was ihr weggegeben hat an sie. Perfekt. Ja, weil es schleppt sich die Habe dann irgendwie auf deinen Rücken. Einer kann dir auch, ich kann mir hochhelfen. Ja, passt schon nochmal. Okay. Ist eigentlich noch Wein da?
Hades alles geklaut. Hattest du nicht irgendwie solche Schreckhahn-Überreste noch gehabt? Waren die nicht richtig wertvoll? Konnte man daraus nicht richtig gute Sachen machen? Ich meine, wir können dem Huhn da drin ja einfach den Tarn umdrehen, oder? Da hatte ich welche von Schrecken. Vom Basilisken hatte ich gehabt. Ja, ist ja quasi. Cockatrice nicht, oder? Cockatrice, wir hatten doch einen Cockatrice. Ach, der hat einen Schnabel, glaube ich. Der war doch aber ein achtbeiniger Reptil, das ist hier ein zweibeiniger Vogel. Ja, ja, ich weiß, aber den Schnabel hatten wir schon gehabt. Da konnte man immer so Schnabel schon. Hier, wir haben da schon mehrere getötet. Stimmt. Der ist in der Truhe drin. Dann schlacht es und wir. Ja, genau. Er macht er mal kaputt da drin. Er wollte mich gar schon zwicken, das Mistvieh. Vielleicht auch nicht. Ich kann mich gar nicht so viel bewegen. Mit Message mal an verschiedene, die da in der Nähe sind. Na gut. Wenn wir das Hühnchen töten, bitte mach das, während unsere neuen Begleiter schon draußen sind. Ich will die nicht noch traumatisieren. Ja, okay. Dann zieh die raus. Weil die sind ja hier auch gefangen gewesen, Opi, wie das Huhn. Ich hab was Schönes für dich vorbereitet. Matsch. Aha. Da weint Phylea, ey. Du schlägst die Kreaturen in der Wildnis tot. Ach, warte mal. Just saying. Ja. Ja, die ist abgeregt. Der Druide erstmal. Oh, wir können das Tier doch umbringen. Verlier, guck Gott nicht. Das ist keine Kreatur der Wildnis, das ist Monstrosity. Oh, das ist eine Kreatur der Wildnis. Nein. Ich bete natürlich gut, vorher, bevor der totgeschlagen wird. Na, dann ist okay. Tut mir leid, aber du wolltest uns angreifen. Wir hätten dich sonst freigelassen. Machen die Kultisten auch immer so. Du wolltest nicht mit uns reden. Pech gehabt. Wir können dich ja nicht rauslassen und dann andere Tiere gefährden. So ein Bastard. Okay, dann zerquetscht es da den Käfig. Ich würde es so human wie möglich machen. Okay, du machst 5 Schaden von 27. Das dauert eine Weile, glaube ich. Ach du Scheiße. Ja, ich habe halt einmal angegriffen, normalerweise greift man halt dann nicht dreimal an. Es tut mir leid, aber du bist zu gefährlich für diese Welt. Was? Wen bringt ihr jetzt gerade um? Zu gefährlich. Der 1,5 CR Cockatrice. Er hier? Ja. Wir wollten ihn befreien, aber er hat uns gegriffen. Nee, das ist der Psalm. Olle Huhn hier. Fuck! Okay, ist ein blutiges Schauspiel. Warte, ich würde es nicht tothauen, ich würde es nur bewusstlos schlagen. Alter. Gnade. Alter. Und dann den Schnabel rausschneiden. Nein, ich würde es bewusstlos schlagen und dann würde ich es außerhalb der Stadt schaffen. Weil ich bin, Lantios ist ja eigentlich so einer, deswegen würde ich ihn nur bewusstlos schlagen und würde ihn dann aus der Stadt schaffen. Aus der Stadt laufen lassen. Okay. Das ist dann das leblose Hühnchen, das wie so ein Gummihuhn in deinen Armen hängt. Oh, du Kleiner, du hast mich beißen wollen. Dann zwick ich ihm noch so ein bisschen. Aber nein, ich bin ja natürlich immer sehr nett. Okay. Ich denke, ihr verlasst dann die Menagerie wieder. Ich bin dezent traumatisiert. Alter. Ich auch. Bleibt nur ein kopfloser. Ich würde ihm sogar noch, wenn ich ihn aussetze, würde ich ihm sogar noch einmal heilen. Wow. Ich würde ihm quasi 9 heilen, dann würde ich dann weggehen. Habe ich ihn ausgesetzt, so wegen ihm. Jetzt will das Tier frei in der Stadt rumlaufen? Nein, ich hab's draußerhalb der Stadt abgelassen, genauso wie wir die beiden, also den Löwen, den wollen wir freilassen. Wir sind mitten auf dem Markt. Wir müssen halt einfach muss das erstmal durchbringen irgendwie. Ja, okay, ich dachte, ich finde es echt schön, wie unsere Gruppe einfach so zwei Extreme in sich drängt. Einmal übelste Mörder-Hobos und einmal so, let's keep them all in our group. So danach wurde einfach alles mit uns mit rein in die Gruppe. Hallo, ich habe den Löwen und den Cockatrice haben wir freigelassen, die beiden. Wow. Der Bär ist blind und keine Ahnung, den kannst du nicht aber freilassen, der ist doch direkt Haps. Ja. Den hätte man von seinem Leid erlösen können. Nein. Der Bär wird durchgefüttert, bis ich Reincarnation habe und dann wird das zu einem Waifu. Zum Waifu. Zur Natur gehört einfach auch der Tod. Ja. Schade, ne? Aber einen Löwen jetzt mal eben so durch die Straßen laufen zu lassen, ja, das ist richtig sicher. Hallo, ich hab den angeleint. Und zur Hölle bin ich hier gelandet. Das ist Schmatti. Alter. Und zur Hölle bin ich hier gelandet. Ich war mal Soldat. Um Gottes Willen.
Hallo, du hast gerade weiter aus dem Waldholz. Ja, wir sind hatte jetzt mal Hoffnung und Träume. Ich hatte geträumt von einer konfliktlosen Vorbereitung zu den großen Spielen, antreten für meine Heimatstadt. Doch dann kam ich über euch. Ich träume einer Athletin. Teil 1. Ja, Kronks bei den großen Spielen. Dem Ziel so nahe. Kronks von den haarigen Hügeln. Was? Moment, stör mich nicht. Ich bin gerade im kreativen Fluss. Ach, das ist mir eingefallen. Könntest du bitte diesen Part des Kellers aus deiner Geschichte rauslassen? Ja, denke ich ja. Das passt nicht so recht. Das Gemetzel. Nee. Der Löwe darf gehen. Es sollen ja auch Kinder zuhören. Alter! Es sollen auch noch Kinder zuhören. Streicht eine Passage. Kennt ihr jetzt eigentlich, wenn so Hunde immer den Sack lecken? Die Leute, am Band durch die Gegend ziehen, weil sie zu stark sind für das Kind, was jetzt festhalten soll? Das heißt, wir lernen das mit seinen Löwen und Bären. Ah, der Löwe, der ist doch hier. Der Bär, der ist doch ganz handsam. Und der Löwe, der ist wieder auch in die Freiheit entlassen werden. Der Bär weiß gar nicht, wohin er ziehen soll. Muss ich mal Animal Handling mit denen machen, oder sind die quasi gefügig genug, wenn ich mit denen rede? Den Löwen schickst du weg. Ja genau, der Löwe, der ist ja quasi noch vollständig, sag ich jetzt mal, autark. Ja. Denn, ja, der wird dann Animal Handling. Der wird... Muss ich auch eine Befehle befolgen? Ja, ich muss auch eine Animal Handling machen. Siehst deine Gerissenheit, dass er vermutlich sein Futter vielleicht nochmal in der Stadt vorher suchen wird. Ja, da würde ich ihn aber davor abhalten wollen. Na, so ist aber nicht. Mein Opi wird bestrafen. Alter. Machst du nochmal Inspiration-Wurf oder was? Nö, aber wenn er was machen will, dann möchte ich ihn natürlich mit Candymanes Macht möchte ich ihn dann überwältigen und dann aus der Stadt schaffen. Okay. AKA Staff of Candymanes soll am Kopf besser gefügig ist. Gib mir nochmal einen Einschüchterungswurf. Ja, das kann ich doch nicht, aber ich versuch's trotzdem. Oh, danke. Er rennt weg. Ja, du scheinst es ihm zu verstehen gegeben haben. Biete Schwänzchen ein. Sehr gut. Gleitet mich an die Tore, sonst wird man mich jagen. Ja, ich gehe ganz schön, ganz schön. Und dann, Wachen gucken dich auch immer blöder, als du dann mit einem Löwen durchs Tor keine rausgehst. Keine Sorge, der ist handsam, der frisst niemanden. Jedenfalls nicht, trust, Bro, wenn ich trust. Es nicht sage. Und ihn dann in die Steppen entlässt. So. Schwinde! Und jetzt so ein Zeitraffer, 2 Stunden später wird er wieder auf dem Markt verkauft. Ist ja egal, ich habe ihn einmal gerettet, das muss reichen. Das muss reichen. Genau, übrigens habe ich dann da auch den Cockatrice, den habe ich vorher so ein bisschen so den Mund zugebunden und so ein bisschen die Flügel zusammengebunden und habe dann am Ende den ein bisschen geheilt und dann in die Wildnis auch entlassen. Alter, ich höre schon in den nächsten Tagen Nachrichten, Cockatrice hat Jäger gerissen. Ja. Ich bin einfach nur fragend, was hier passiert. Ich weiß einfach nicht. Ich will es nicht mehr verstehen. So, ja. Na Brummi, wie geht's dir? Schon besser, danke. Nun, wie gesagt, hier, das ist übrigens... Xior, mach du das mal, du bist doch gut mit... Tier. Nicht mit Tieren, sondern mit deinem Kumpan, Bruktus. Kann er sich vielleicht um den Bären kümmern? Ich meine, der hat sonst eh nichts zu tun. Außer permanent als Bauarbeiter missbraucht zu werden. Das passt eigentlich ganz gut, eine gute Idee. Das ist für Bruktus dann so die Größe von einem Hund. Nee, genau. das ist Bruktus Companion dann. Richtig. Du hast dann Companions. Sub-Companions. Außerdem lernt er dann, Verantwortung zu übernehmen. Als Held als angehender Held muss man das natürlich können. Companionception. Okay. Ich würde derzeit dann die Harpie in eine Badewanne legen, schön waschen und die Verwundung verbinden, wenn er welche hat. Ja, die ist eher so vernachlässigt. Also offene Wunden hat die keine.
aber die musste wohl die ganze Zeit in der Kauerhaltung verbringen. Ihre Flügel sind halt vollkommen verkümmert und ihre Muskulatur. Das kriegen wir wieder hin mit ein bisschen Training. Ja, das ich, gute, ich will sie auch noch füttern dann. Weiter. Das gute Training. Okay. Kommst um die Ecke, alles klar. Jetzt was wir rund um die Stadt. So. So. Ich sagen wir mal eben eine kurze Pause, weil ich auch mal aufs Klo muss. Ja, gut. Bis gleich. Kurz weg. Ich hab so das Gefühl, dass die Runde noch so als richtiger Fiebertraum in Erinnerung bleibt. Sag mal, wenn die Runde hier irgendwann rum ist, so Orses Tagebuch gibt's einmal in Normal und einmal in Director's Cut. Spielzeit sind aber nur 5 Minuten Unterschied, wenn so zwei Stellen rausgestrichen sind oder so. FSK 18. Das ist wirklich, so die Sache, also, ja, keine Ahnung, so. Und, er ist natürlich, ja, keine Ahnung. Und Telemachus, wie hat dir heute die Stunde vom Geschichtenerzähler gefallen? Oh, das war so toll! Ja, besonders das blutrünstige Töten, was rausgestrichen wurde. und die Sexszenen, die ganzen Sexszenen. Ja, die alte die Welle war Sprung. Der alte Böckling hat wieder rangelassen. Oh. Ja, Mann. So wird das laufen. Oh, und dieser Sternenfuchtlige, das ist ein ganz, ganz gemeiner. Und wenn sie mal gesoffen haben, boah, das war cool. Mhm. Ich will auch saufen. Kann mir jemand Wein bringen? Ja. Wir müssen Helios noch ausrauben, er hat jetzt Wein da. Nee, dabei. Nee. Helios ist quasi, das ist alles für Kronks. Ja, der muss Kronks abfüllen. Wenn schon wieder hier Sachen. Ich muss trainieren! Nimm erstmal einen Wein. Aber nimm noch einen Wein. Ja, reicht aber schon? Nein, nimm noch einen Wein. Gut, dass du meine Absichten durchschaust. Wie viel Wein hast du eigentlich mitgenommen? Ich hab nur einen Wein mitgenommen. Ich glaube, das war ein guter, deswegen passt schon. Nur so wenig? Nee, naja, war halt nicht. Wahrscheinlich waren die Fässer quasi fast leer oder so. Ich weiß nicht. Ich hab den hier. Den geilen. Es war halt, dreimal okay Schwein, dann jeweils ein Mal so von einer dieser Sorte da, was weiß ich, das Ding. Der teuerste Wein ist dieser, den ich habe, dieser Gigiori-Lagedöns, der ist 50 Gold wert. Der ist 50 Gold wert? Ja, ich freue mich, den Wein hinterher. Ja, meiner ist 100 Gold wert. Malagusia. Der, jo. Ja, der gab's, den stimmt, den gab's auch, aber der war bei dem Händler, war der ausverkauft. Ja. Weil er mega teuer ist wahrscheinlich. Oh, dann werde ich mein nächstes Opfer kriegt Malagusia. Oh Gott. Was? Das ist so cursed. Corinna, ich hab was Schönes mitgebracht. Oh. Ich komm zurück und höre nur Corinna. Ganz ehrlich. Richtig PTSD hier schon. Die kriegt erstmal gleich einen schönen Malagusia, die Corinna. Hallo. Alter, sind die ausgecreept von dem Melanchthon so langsam? Nein. Ich versuche ja immer einen Mentor zu sein, aber ich rede halt so. Mhm. Die Art von Mentor. Wann warst du mein Mentor? Du bist immer nur ein Creep bis jetzt gewesen. Ja, stimmt. Aber ein Melanchthon ist halt so. Tut mir leid, ey. 100% Creep, 0% Mentor. Ja, er versucht es wenigstens. Er versucht es wenigstens. Eben. Und das ist, was zählt. Ja, hab ich gehört. Hallo, ich hab 100 Gold Massage gekauft. 100 Euro beim Corinna! bei der Müller-Drogerie 100 Euro. Ich hab Massageöl. Also, ich würde das Corinna Gänsehaut bekommen, jetzt mal das und Angst haben. Echt mal. Ja, wenn du es weiter machst, stehst du abends, wenn die ja schläft, dann direkt in mein Bett und atmest dir ins Gesicht rein. Hallo! Das will ich doch nicht machen. Corinna! Nee, das ist nicht mehr Melanchthon. Der hat noch ein bisschen Anstand. Der wird hinter ihr liegen. Ja. Xia, wolltest du eigentlich in die Akademie? Ja. Okay. Der will jetzt das komische Buch da verticken. Können wir da jetzt eben hingehen? Ja. Ich hab Melanchthon gefunden, warte. Hier.
Scheiße. Ich weiß nicht, wo. So verstört. Aber ich hab sogar einen Live-Action-Melantios, aber den werde ich jetzt, glaube ich, hier nicht posten. Ein Live-Action-Melantios. Oh Gott. Warte. Nee, ich kenne Live-Action-Melantios. Das war diese eine komische Satyr bei dem Herkules-Disney-Film. Nee. Ich sehe auch irgendwas so ganz. Mein Ernst, ist einfach noch angehalten. Wie kann ich die denn jetzt? Ich will eigentlich nicht draufklicken, warte mal, ich muss mal ganz schnell die Aufnahme auf Schwarzszene ändern. Der Lantios ist nicht safe for work oder was? Ja. Kannst du doch einfach uns ersparen. Nee, ist. Der will uns unbedingt da zeigen. Ist in Ordnung, warte. Der ist unter Brabbel-Ecke gibt's den. Aber nur ein paar Sekunden, danach wird er gelöscht, ey. Wir brauchen auf Discord ein Not Safe for Work. Alter. Das ist Live-Action-Melantios. Du Scheiße. Alles klar. Die Frage ist, wie kriegt man solche Bilder? Ich hab keine Ahnung, Mann. Ich frag mich halt nur, was denkt sich der Typ, der sich so angezogen hat? Weiß ich nicht. Aber glaub, lustig der ist Alter, auf was für Arten Drogen muss er sein? Wie kommt man auf die Idee, sich zu sagen, Alter, ich habe eine Idee, was ich heute Nachmittag mache. Genau, ich zieh mir Fell an. Und dann nackt den Wald, Junge. Ja, Mann, das ist mein Nachmittag. Der ist doch safe, Pilze zum Frühstück, Mittag und Abend. Echt mal. Der macht sich jedes Mal ein schönes Ragout raus. Der ist echt widerlich. Wir werden auch jetzt wieder löschen, wenn der ist ekelhaft. Ja. Ja. Okay, let's go on here. Ja, weiter. Leute, ich muss jetzt irgendwelche Kultisten abschlachten, ich muss wieder runterkommen. Ich muss das vergessen. So, warte, vorerst ziehen wir aber Xtio auf die Gründe der Akademie. Jetzt wird gefeilscht. Oh, jetzt geht's los. Ich will mehr als 100. Naja, du schlenderst so über das weitläufige Campusgebäude, wo immer noch um die Uhrzeit recht rege Betriebsamkeit herrscht. Und mehr als ein Dutzend beeindruckender Marmorgebäude stehen dort in Reihen, die durch gepflasterte, gut gepflegte Wege miteinander verbunden sind. Zwischen den Wegen erstrecken sich sattgrüne Rasenflächen und man kann die Gelehrten beim Lesen, Schreiben und Diskutieren aller möglichen Themen beobachten. Dein Weg führt dich dann nach einigen Durchfragen, wer denn hier die Lehrmeister sind, in eine große Haupthalle, wo eine riesige Statue aus Bronze der Göttin Mithros in der Mitte thront. Und ein kleiner Gnom mit einem Rauschebart, der hier, erwartet dich am Eingang. Guten Abend. Ja, seid mir gegrüßt. Ja, guten Abend, Herr. Der hat Brüste. Mein Name ist Kerodotos. Werde ich mir merken. Du kannst auch über meinen Token hovern, dann müsstest du meinen Namen sehen. Ja, okay. Du bist eine Zwarte. Kerodotos. Da ihr meine Ankunft, wisst ihr vielleicht schon, warum ich hier bin, oder? Ich weiß nur von eurer Ankunft, weil mir die Studenten Bescheid gesagt haben. Dass ein Held der Prophezeiung unsere ehrenhaften Hallen aufsucht. Oh, die war doch aber schnell. Sag mal, ich habe da etwas in meinem Besitz. Und ihr als Akademie der Magie könntet das vielleicht gebrauchen. Die Frage ist, wie viel ist das für euch wert? Das müsst ihr euch natürlich erstmal einmal angucken. Wie heißt das Ding nochmal? Ein Zauberbuch. Ja, das ist doch nicht einfach ein Zauberbuch, wenn das jeden Zauber beinhaltet. Ja, doch, das heißt Zauberbuch. Zauberbuch mit jedem Zauber. Du musst einfach einen krassen Namen gegeben. Ich würde dazu im Vorhinein. Ich habe hier dieses Zauberbuch. Ich habe schon einmal ein bisschen durchgeblättert und ihr könnt es gerne verifizieren, aber es enthält wohl jeglichen magischen Zauber. Jeglichen Zauber, sagt ihr? Wo habt ihr so etwas her? Na, Held der Prophezeiung. Wir waren halt auf einer. Der Straße gefunden. Wir waren auf einer schwierigen Mission und haben dafür ein sehr schwieriges Biest erlegt. Ein magisches Biest, scheint mir. Ja. Er war auf jeden Fall ein Biest. Ein Biest, das Zauberbücher schreibt? Interessant. Na, ich weiß nicht, aber es hatte es auf jeden Fall.
lag es in seinem Schatz? Ihr müsst mir schon mehr sagen, die Quelle ist bis jetzt sehr zweifelhaft. Zweifelhaft? Also zweifelt ihr an mir? An eurer Geschichte, wenn ich ganz ehrlich bin. Und denn, wir haben es in den Schätzen. Wie hieß das Ding eigentlich nochmal in der Schmiede? Der Cerberus. Ja, genau. Wir haben es in den Schätzen eines Cerberus gefunden, in den... Ja, wie, jetzt wüsste ich nochmal, wie die Minen heißen. Mithrilminen. In den Mithrilminen. Ach, Danny und sein Gedächtnis. Ja, Mithrilminen. Ja. Soweit ich weiß, waren dort keine Magier vor Ort, nur Zwergenschmiede und Grubenarbeiter. Ja gut, aber normalerweise war da auch kein Cerberus, fair enough, ne? Meint ihr, der Cerberus hätte es mitgebracht? Nee, der Cerberus hat wahrscheinlich einen Magier getötet. Und hat es einfach als sein Schatz genommen. Solch ein Magier, den wir verloren hätten, der alle Zauberer auf dieser Welt kennt. Na, was für ein Verlust. Was wollt ihr denn für das gute Stück? Das, da ich selber nur ein... Wie heißt Zauberer eigentlich auf Deutsch? Zauberer. Ein Zauberer. Ein Zauberer, Magier. Hexenmeister. Du bist ein Zauberer, Harry. Hexenmeister. Zauberer. Nee, Zauberer. Sorcerer ist Zauberer. Nee, Zack, Hexenmeister. Ich selbst nur ein Zauberer. Nee, Hexenmeister ist Warlock. Ja, eben. Ja, auch, oder? Nee. Also ein 3-5 nee. Aus Hexenmeister, mehr weiß ich auch nicht. Also, ich dachte so an etwas im hohen dreistelligen Bereich. Unsere Gassen sind leer. Wir sind nur eine Lehreinrichtung. Wir leben von den Spenden des einfachen Volkes. Im dreistelligen Bereich, sagt ihr. Dabei sind wir gar keine richtigen Kampfmagier. Wir sind eher Philosophen, die sich auch gerne mit Magie beschäftigen, aber nicht zu Zwecken, dass wir jeden Zauber auf dieser Welt lernen müssten. Ich bin doch bei der richtigen Akademie, oder? Na. Scheiße. Also, ich bin enttäuscht. Enttäuscht? Ich dachte, dies wäre eine, wie heißt das nochmal? Eine Institution, die nach Wissen strebt. Nun biete ich euch gesammeltes Wissen an. Und ich lade es aus. Die richtige Entscheidung war, hierher zu kommen. Versteht mich nicht falsch. Es ist wirklich ein sehr seltenes und kostbares Stück. Aber erstens fehlen uns die Mittel, um euren Preis zu bezahlen. Und ich persönlich könnte damit nichts anfangen. Ihr müsstet vielleicht mit Machorn, dem Halborg dort drüben, einmal genauer sprechen. Halborg und Zauberer. Kurze Frage, ne? Es gibt wahrscheinlich mehr magische Akademien auf dieser Welt. Nicht nur die in Mythos. Aber das ist die berühmteste. Ach, aber die wird da irgendeinen Rivalen haben, quasi. Vermutlich in Aresien. Moment, immer wenn es um Rivalen geht, ist es in Aresien. Ja, nehme ich so das Brustleisen, vielleicht soll ich doch nach Aresien. Es steht frei, was ihr mit dem Buch anstellt. Nun denn, dann drehe ich mich um und gehe. Einen guten Abend. Ach, auf nach Aresien. Ja, ich gehe. Okay. Auf dem Weg hinaus, und als du schon auf dem Campus quasi bist, fliegt dir eine Sirene hinterher, die du schon in der Halle zwischen all den anderen Gelehrten gesehen hast und die dort mit denen diskutiert hat. Die so aussieht, mit roten Haaren und einer ziemlich wertvoll aussehenden Brosche an ihrem Umhang oben. Ah, ihr seid Xio, nicht wahr? Einen Moment. Xio? Xio, seid ihr... Mit wem rede ich jetzt gerade? Ja, mit ihr hier. Hä, aber warum hast du die Stimmen denn gewechselt? Hä? Ist beschrieben. Hä? Hä? Ich war gerade sehr verwirrt. Es redet eine andere Person mit dir. Ja, warum wechselst du die Stimmen? Ja, irgendwie hast du bei mir die Stimme gewechselt. Ja, ach nee! Was soll denn das? Also, nein, nicht so! Ich hasse euch alle. Ach, dann nee. Du bist immer noch extrem komisch. Nee, ich... Was will die von mir?
Wenn ihr gehen wollt, will ich euch nicht aufhalten, Entschuldigung. Nein, Alfred, ich hasse dich. Sie soll mir sagen, was die will. Ich habe von eurem Gegenstand gehört und ich wäre interessiert, ihn euch abzukaufen. Für wie viel denn? Wie viel wollt ihr haben? Das müsste der Kero Dodos doch bestimmt gesagt haben. Er hat mir nichts gesagt. Ich habe es nur aus den Augenwinkeln beobachten können. Es tut mir leid, dass ihr an ihn geraten seid. Er ist ein kleiner, garstiger Mann. Denn ich dachte an einen im mittleren dreistelligen Bereich. Man könnte sehen, was sich machen lässt, aber ich kann euch noch keine feste Zusage machen. Aber haltet das gute Stück noch zurück, wenn euch das möglich ist. Das ist kein Problem. Ihr wisst ja, wo wir zu finden sind, gehe ich mal von aus. Ja. Ihr, wenn ihr mich sucht, findet ihr mich in meinem Observatorium. Alles klar. Ich nick zu und gehe weiter. Orena ist übrigens mein Name. Ebenenmeisterin. Das war mir schon bekannt. Euer Name eilt euch voraus. Dann einen schönen Abend noch. Gleichfalls. Okay. Siehst du, einfach gehen und dann kommt das Geld hinterher. So. Ich sehe ja eben mal fremd gehen. Deswegen, nur weil einer sagt, hier so viel Geld haben wir nicht, heißt das nicht, dass die so viel Geld nicht haben. Das heißt nur, mach uns das schmackhaft. Also als Marke. Und was ist nicht schmackhaft, wenn man sagt, das ist das, was ich haben will, aber jetzt kriege ich es nicht mehr. Dann willst du es erst recht. Deswegen kennst du also, wer sie hinterher. Ach, die Schnauze. Oh. Der hat gebrannt, der hat richtig gebrannt. Also, Gronkhs, du darfst gar nicht reden, wenn Helios hier schon nach Gronkhs Ersatz sucht. Ja, im Sklavenmarkt. Ich glaube, der hat sich erstmal eine Tracht Prügel verdient. Vor allem steht das nicht. Nee, aber das ist in Natur der Menschen. Selbst als kleine Kinder. Du hast zwei kleine Kinder, eine spielt mit den anderen Sachen. Ja, willst du einen Ruf ins Gesicht? Was willst du? Ach ja, die Helden der Prophezeiung. Ja, ich bin kein Held der Prophezeiung, ich bin Businessman. Du bist auch kein Businessman, du bist der Teufel in Person. Gott. Leute, können wir bitte den Anführer wechseln? Ich hab Angst. Wie, wir haben einen Anführer? Wir haben sogar zwei und beide sind scheiße. Kronkhs, an den hast du dich gerade gewandt. Ich habe mich nie als Anführer dargestellt. Außerdem hat damit Perseides Orsos auch geroastet, denn er trägt auch eine Krone. Aber er ist kein Anführer. Ich glaube, er hat es mit der Prophezeiung halt ein bisschen. Sie wurde zum Meister erwählt durch irgendwelche längst untoten Sachen und Kronkhs wurde als. Kronkhs wurde reingeschmuggelt. Ich wollte das nicht mal. Das ist einfach passiert. Kronkhs so Orsos hat einfach nur die Kohle Dinge aufgehoben und hat es dir rausgeholt. Kronkhs wurde ins gemachte Nest geworfen. Ja, ich wollte es nicht mal. Aber, aber ich finde die Idee gut. Lass uns abstimmen, ob es uns hier absetzen. Schon mal wenigstens. Zwei Hände. Wer dafür ist, hebt die Hand. Ich heb die Hand. Ich heb zwei Hände. Ich heb einen haarigen Finger. Ich heb meinen Fuß. Abgesetzt. Ich hab selbst keinen Bock mehr. Ich bin voll auf Business jetzt, Alter. Kein Bock hier. Mein Gott. Ich. Bitte gib deine Krone ab. Moment mal, ich brauche mal einen kurzen Moment, um das jetzt hier zu verarbeiten. Das heißt, der Typ, dessen Hauptmotivation es war, überhaupt die ganze Scheiße hier zu machen, hat auf einmal keinen Bock mehr. Nee, und deswegen muss die eigentlich, eigentlich nur zum Sport wollte, eigentlich nur einmal bei diesem Spiel mitmachen wollte, die muss jetzt den gesamten Orden anführen. Nee, also den Orden anführen, das werde ich immer noch machen, wenn er wieder steht. Aber momentan ist der Aufbau eines Imperiums erstmal wichtiger. Oh Gott, Palpatine 2.0.
ganz ehrlich. Wir können uns ja durchwechseln. Jeder führt für einen Tag. Ich brauche Kopfschmerztabletten. Ich werde das Versi-Imperium aufbauen, komme, was wolle. Das wird nicht passieren. Du meinst das Verserium? Komme, was wolle. Wir sehen uns in 50 Jahren, wenn ich der CEO bin. Du meinst in 50 Jahren, wenn ganz Thylea zu Asche verarbeitet wurde. Alter, du hast überhaupt verkackt, oder wie? Lebt deine Rasse über 50 Jahre? Sag mal, Orsus, ja. Such dir noch neue Anhänger. Wir müssen gegen Legacy konkurrieren. Wie? Ob ich Anhänger suche? Ich wüsste gar nicht, dass ich Anhänger suche. Okay, Elios vergöttert Orsus jetzt schon. Ja, das weiß ich. Das ist ja nur, natürlich. Sag mal, bin ich hier in der falschen... oder so? Sag mal, was ist los mit euch? Also, Kronks, ne? Finde ich ja schon interessant, dass dein Mann jemand anderen vergöttert. Bronx, das ist nicht so schlimm. Es kann sehr angenehm sein, sich unterzuordnen. Du solltest das auch versuchen. Du hältst dich darauf. Das kann eine ganz neue Erfahrung sein. Ich habe hier erstmal etwas zu klären. Ja, wir können die Erfahrung gleich zukommen lassen auf dem Sklavenmarkt. Oh, stimmt. Mercedes. Ich sag zu rennen. Rennen, solange ich noch kann. Ihr habt gehört, ich suche mir schauen. Kronks schnauft schon so ein bisschen durch. Benny, ich würde gerne so eine Stadtkarte rausholen und währenddessen gucken, wo ein guter Ort für so ein Hauptquartier ist. Wo man bauen könnte. Wo man noch bauen könnte. Ja, und links im Wald natürlich. Ja, aber so ein Wald ist gut. Ja. Ich hab gehört, unser... Ist kein Problem, wenn dafür ein Haus abgerissen wird. Ich hab gehört, unser Südostturm, der ist gerade frei geworden. Das braucht Platz. Alter Xior, lawful good, by the way. Oh, das ist doch okay, wenn ihr das Haus abgerissen wird. Ich geh so. Das Versi-Imperium ist für die Menschen. Ich geh so Richtung Xior. Das ist doch ganz klar, wo. Auch wenn ich nicht so für das Versi-Imperium bin, es gibt da so einen Ort, der wird sowieso in Zeiten abgerissen. Da passt das bestimmt perfekt hin. Und zeigt das. Oh, ich weiß, wo du meinst. Ja. Ey, das wäre echt ein guter Ort. Ja, so in der Nähe vom Palast und direkt gegenüber der Tempel der Fünf, also... Das ist ein Ort. Da ist noch viel Platz. Ja, also, und ich meine ja, Mythros hat ja schon sehr viele Tempel, also... Dann könnte man eines auch in so einen Wolkenkratzer bauen. Echt? Ja, vor allen Dingen auch so einen wirklich irrelevanten. Ja, eben. Da macht man so ein paar... Fenster hin, damit es ein bisschen besser belichtet ist. Machst du dann da so einen riesigen Turm hin? Keine Ahnung, wie so Dr. Doofenschmerz-Turm oder wie? Und man sieht die ganzen Leute in schwarzen Gewändern da ein- und ausgehen. Boah. Solange sie nicht weiß sind. Aber die sind alle reich! Solange sie nicht Weißes tragen und Zipfelmützen dran haben, ist alles gut. Okay, jetzt gehst du auf die Schiene. Ich sehe schon, wir haben alle... Also, das war jetzt ein Schwenker, den habe ich jetzt nicht erwartet. Wir fragen alle bald Mammern. Ich bin so verwirrt, was hier gerade abgeht. Ist das hier gerade alles Canon, was diskutiert wird? Alles, was passieren wird, ja. Ist das denn alles Canon? Okay, also, meine Imperium, was ich aufbauen will, ist schon richtig. Aus deinen Augenwinkeln, Kronks, siehst du die Silhouette deiner Großmutter auftauchen. Was für eine Affenwitzfigur. Helf mir, bitte. Kann nicht mehr. Weiß nicht, wie schlimm das ist. Geister! Ihr seht das nicht. Hau sie mit deinem Geist. Hilfe! Hilfe! Sag mal, Alter. Kommt der Gesichtsausdruck. Ja, genau. Alter, die ist richtig genervt. Wir sehen die wirklich nicht, schade. Ich glaube, wir müssen die andere Freunde suchen, Kronks. Mit dem Haufen kommst du nicht weit. Immerhin sind wir ein liebender Haufen. Ich habe sie zwar nicht gehört, aber ich würde sie trotzdem gerne dissen, Madame. Ist das auch alles Teil des Plans? Nicht meines Plans. Aber dazu unterhalten wir uns später noch einmal. Wir werden unabhängig von ihnen Großes erreichen. Vertrau mir, Kind. Wolltest du nicht sowieso mal mit ihr reden? Letztes Mal wolltest du noch so ein bisschen in einem strengeren Wort mit ihr reden. Ja, du bist ziemlich laff geworden. Nein, hatte doch schon. Bisschen Durchsetzungsfähigkeit verloren. Ich bin ein... Kronks ist einfach gerade richtig fertig. Kronks ist einfach der Held, Kronks ist einfach schwach geworden.
Wahre einfach ehrlich, deine Haltung, Kronks, und beuge dich nicht ihren Witzen und Späßen. Ganz ehrlich, Xion, möchtest du mal wieder von der Nova-Kombo weggebürstet werden? Hör ich da richtig? Ich mach einfach einen Counter-Strike, einen Hadoken und dann bist du auch weg. Counter-Strike und... Oh Gott, ich hab halt, ich wär doof. Okay, here we go again. So, was war statt der Topos mit Die armen Kinder. Du hast gerade fragen, die warten übrigens noch. Den Tempel nicht abbrennen. Diese Diskussion verschieben wir auf ein andermal. Die Kinder sind schon lange umgebracht worden. Welche Kinder? Gut, auf zum Tempel. Ja. Ist jetzt richtig dead in sight. Oh Gott. Ich denke mal, es wird mittlerweile auch wieder normal aussehen, weil das hält ja noch reingehen, oder ist da, willst du uns irgendwo anders reinziehen? Wir wollten uns an der Seite reinschleichen. Ah. Können da einfach reingehen, glaube ich. Ich hab irgendwie rein. Hallo? Nein. Ja, teleportiert. Funktioniert bei mir nicht. Oder? Ist richtig, weil der kein Ende hat. Aber ich komm gleich nochmal wieder, wartet. Ich finde schön, hier die Nacht aktivieren. Ich finde schön, ich weiß nicht wie, aber ich habe irgendwie auf den Teleporter geklickt und dann steht halt einfach, funktioniert nicht. Ja, das habe ich da hingeschrieben. Ich habe hier einen Teleporter. Ich mach so auf, steht so, funktioniert. Ich denke mir so, geil. Das Geile ist, bei irgendeinem anderen steht, funktioniert auch nicht. Tut mir leid. Müssen wir mal gucken. Tempel steht ja links beim Ding steht auch, funktioniert nicht. Nee, das passt schon. Ich bin nicht verbunden. Das ist leichter. Fuck, ich sehe ja nichts im Dunkeln. Oh Gott, no. Wir können auch keine Fackel anmachen. Das ist kein Problem. Dunkelheit ist kein Problem. Ich werde einfach Light auf sein Schild casten. Er kommt im Zwielicht vor dem großen Gebäude an, wo gerade jemand auf der Eintrittsschwelle kniet und um Einlass bittet. Und die Gestalt kommt euch irgendwie sehr bekannt vor. Es ist der Bettler, den ihr schon einmal in Astoria auf dem Marktplatz getroffen habt und der euch irgendeine Kette mit Feuerballsprüchen verkaufen wollte, wo ihr dann aber von den anderen erfahren habt, dass er mit einem Fluch des Grabräubers belegt ist. Ah. War hier? Der gute Klaus. Wir können ihn einfach in Ruhe lassen. War das nicht in einer anderen Stadt? Nee, das war... Doch, stimmt, war die andere Stadt. Doch, war eine andere Stadt. Astoria, ja. Also kannst du mich jetzt hingelaufen? Du kannst mich wieder zurückverwandeln, ich bin nicht mehr... Phobos. Kannst du in deiner richtigen Gestalt umziehen? Der geht in einer Stunde, glaube ich, jetzt aber, oder? Da brauche ich ein bisschen mehr. Kannst du da öfter zu machen, oder? Ich nicht. Oh. Dann nicht. Ach, das ist das Disguise Self von Kyra, wa? Mhm. Benni, du kannst mal mich so an. Du hast das mal erklärt, dass das irgendwie geht, aber bei uns hat das ja nicht funktioniert. Du kannst mich aber mal in Kongs ketten. Helios kann im Dunkeln ja nicht sehen. Kann also hält er sich Benni, nicht Danny. Ich wollte gerade sagen, Alter. Hält er sich Helios an. Kongs, Benny. Oh yeah. Hält Helios an Kronks fest und läuft ihr quasi brav hinterher, weil sie kriegt ja noch. Das habe ich rausgeworfen, das Modul. Aber ich kann den Token attachen, warte. Praktisch an Nasenring hält sich fest, ne? Ist der Halbbruder, dessen Namen ich vergessen habe, ist der mit dabei bei uns? Ja, der steht, glaube ich, unter Lantios. Der wartet da an der Straßenecke. Dürfte ich gerne selber alle denken, wo ich ihn festhalte. Oh, wo bist du denn da? Kalista sitzt ganz unauffällig mit der Tageszeitung hier auf einer Bank, guckt durch so ein Loch zu euch und nickt euch einmal zu. Ich habe gemacht. Suspicious nennt man sowas, glaube ich, in Fachkreisen. So. Weißt du, ob die beiden Zwillinge hier sind oder ob sie kommen könnten oder wo sie sind, oder? Meine Quellen behaupten, dass sie bereits unten im Tempelgewölbe sind. Ich glaube, heute steht ein großes Ritual bevor, weil wir Vollmond haben. Also es guckt hoch und... Oh, es wäre eine schöne Nacht zum Sternenschauen heute. Na dann, einmal rein, Kinder rausholen, wieder raus. Also ich bin nicht dafür, die zu töten, die Zwillinge. Ich meine,
Das sind die obersten Priester hier von dem Tempel aus der Stadt. Also, welche Nacht sind wir diese Expendables? Ich würde sagen, Kollateralschaden wird akzeptiert. Nach dieser Nacht gibt es keinen Tempel mehr. Halt immer Dynamit. Alles ziemlich übertrieben. Wir wissen gar nicht, was da genau vorgeht. Meine Tante hat nicht anders verdient, außer die Auslöschung. Seit wann seid ihr mit so Militanten unterwegs? Sie hat uns doch persönlich doch gar nichts getan. Das ist ja anders als Zeit, und der immer nur rumwütet. Sie hat uns einen Albtraum geschickt. Ja. Oh, ein Albtraum. Ich konnte eine Nacht nicht schlafen. Zu viel Käse schickt einem auch einen Albtraum. Also, mein Gott. Wir dürfen nicht zu offensiv agieren. Wenn wir den Tempel niederbrennen, so wie ihr es sagt, sind die ganzen Stadtwachen hinter uns nachher. Aber Opi hat mir befohlen, den Tempel niederzubrennen. Was für ein Opi? Denkst du dir doch gerade aus, Melanthius. Der Plan ist doch, sich reinzuschleichen oder beziehungsweise den Ort zu infiltrieren, die Kinder rauszuholen und wieder zu verschwinden, oder etwa nicht? Die Kinder haben das auch. Falls irgendwelche Wachen entgegenkommen, naja, werden sie halt leise ausgeschaltet. Falls irgendwelche Feuerbälle fliegen und das Ganze hier abfackelt, habe ich auch nichts gesehen. Ihr seid ein Narr, Melanthius, wenn ihr glaubt, dass Kind Dimane seine Töchter und Söhne tot sehen will. Ich habe nicht gesagt, dass er die tot sehen will. Ich habe nur gesagt, dass er wahrscheinlich gerne sieht, wenn... wahrscheinlich. Ein Tempel von ihm. Da kommt eine Meinung wieder durch. Ja. Ich glaube, ihr irrt euch bei der Sache. Aber das ist nur meine Meinung. Wollte Kyra nicht auch noch kommen heute? Nun gut, wo ist sie denn? Jetzt genug über Götter und Titanen geschwafelt. Können wir jetzt endlich loslegen? In einer Staubwolke erscheint noch Kyra. Hat schon angefangen. Denk gleich an, aber ich bin ein bisschen besorgt, denn ein paar von uns hier sind recht. Gewaltlüstern. Bist du das, Orsus? Du bist so. Ach so, ja, entschuldige. Fett und Oder? Reich? Ja, habe ich mir auch schon gesagt. So reich? Ich bin's natürlich, ja. Tut mir leid, dass ich... Nicht mein schönstes Selbst zeige gerade. Wie geht's jetzt überhaupt noch? Wir haben 18 Uhr bei dem... Nee, dann wird er jetzt aufhören, denke ich mal. Das hält ja nur eine Stunde. Ich hoffe, im Tempel ist es etwas besser beleuchtet. Also so bin ich keine große Hilfe. Was auch sonst. Der Typ an der Tür wird gerade hineingebeten von der Priesterin. Dann geht das die Pforte wieder zu. Ich würde sagen, wir schleichen uns an einem Seiteneingang hinein. Ich könnte einfach reingehen und mich umschauen. Ja, das könntest du machen. Das Problem ist, wie kommen wir rein? Achso. So weit habe ich noch nicht gedacht. Ja, das ist nichts Neues. Tut mir leid. Also gut. Und ihr, Callisto, genau, ihr sagtet, die Kinder sollten im Keller sein? Ja, das sind die Quellen, die ich habe, haben sie mir so gesagt. Ist ein genauer Standort bekannt? Von einem Kind, von mehreren Kindern? Ich denke, sie werden dort unten verstreut gehalten werden. Oder in einer großen Käfiganlage. Nun gut, dann... Kennen wir deinen Weg nach unten? Erst vorgestern sind wieder zwei verschwunden und ich denke, wo wir sie finden werden. Da würde ich vorschlagen, erkunden wir erstmal das Gelände und suchen nach Eingängen, die nicht das Haupttor sind. Ja, aber... Ja, eine sehr gute Idee. Ich habe das Haupttor gefunden. Ich habe das Tor gefunden. Ich glaube, vor dem Haupteingang. Nein. So, ich suche dann noch auch einen Weg rein. So, komm mal hier nicht. Könnte mich als Kind verkleiden. Die Fenster. Wobei, es ist ja aber eigentlich ordentlich Mondlicht, also ein bisschen was könntest du auch sehen. Ja, ja, ich sehe auch ein bisschen was. Also gut. Hier, ich guck einfach mal durchs Fenster rein. Das ist nicht so, als würde ich gar nichts sehen. Da drinnen brennen überall flackernde Lichter. Mal im Türkis, mal im dunklen lila Ton. Und du siehst dann kurz einmal die beiden Gestalten vom Portal vorbeiziehen in Richtung eines anderen Raumes. Nein, nicht da rein.
So. Hm? Hm. Oh, hier geht's runter. Ah. Schade. Scheiße. Oh, ja, es wird, wird sich erstmal an die Wand gepresst. Okay. Gib mir mal einen Perception-Wurf. Und zwischendurch dreht sich Kronk so zuerst um und drückt so einen Finger auf die Lippen. Okay, du kannst gerade noch erkennen, als du um die Ecke biegst, dass dort eine Gestalt im Gebet niedergekniet ist und quasi aus den Fenstern manchmal hinausschauen würde. Da kann ich lang. Er geht Kronk ein bisschen weiter und flüstert dann so zu. Kultisten! Hey, alles klar. Ganz normale Religionsanhänger. Ihr da hinten an dem Fenster seht, als ihr da einen Blick rein riskiert, das ist ein bisschen höher gelegen, als ihr gerade steht, aber trotzdem seht ihr eine riesige Kugel dort in dem Raum schweben, die immer wieder Licht pulsiert. Ich habe einen anderen gesehen. Was jetzt? Achso, ja. Versteckt ihr euch hinter dem Fenster? Ich komme jetzt gerade in den Raum da. Ich verstecke mich hart. Dann gib mir mal Stealth-Würfe. Ja, aber ich bin ja in der Ecke, mich sieht man da nicht, oder? Ja, gut. Die da am Fenster gucken wollen. Ja, sicher. Oh, okay. Und gib mir auch nochmal einen Perception-Wurf, um zu hören, was da vor sich geht. Du hörst nur gedämpfte Stimmen. Die Frauenstimme scheint irgendwie auf den Klaus einzureden, dass er sich beruhigt und dass alles gut wird. Aber mehr kannst du nicht verstehen. Sei denn, du willst mir noch eine Inspiration geben. Ja. Okay. Und dann im nächsten Moment schimmert es einmal ganz hell, sodass die Strahlen von der Lichtkugel quasi bis an die gegenüberliegende Häuserwand weit strahlen. Und dann hörst du ein metallisches Klacken. Willst du dich nochmal am Fenster hochziehen und gucken? Ja, sicher, komm. Pferdekopf geht da raus. Okay, du siehst dann, wie unter der Kugel eine Falltür sich aufgetan hat. Und die Kultistin den guten Klaus mit offenen Armen dort hineinleitet. Wo er dann im Dunkeln verschwindet und sie nach ihm die Tür wieder schließt. Die haut ab. Die wendet sich dann anscheinend wieder irgendwelchen Pflichten im Hauptraum zu. Ich habe den Weg nach unten gefunden. Unter der Kugel ist ein Geheimgang. Ich wusste, aus dir wird etwas, mein Bruder. Soll ich die Fenster öffnen? Das könnte ein wenig Aufmerksamkeit erregen. Wir müssen hier rein. Wir könnten eine Ablenkung vorne an der Tür machen und in der Zwischenzeit schlüpfen wir hier rein. Das geht, ja. Na dann, Orsos, ich glaube, das ist dein Job. Ist ja so affin mit den... Oder ich verkleide mich als Kind, so sagen wir mal, ein sehr hochgeschossener, schlaksiger 13-Jähriger, 14-Jähriger. Und geht einfach hin. Sag, ich soll da mich hier melden oder irgendwie sowas. Und will mich hier melden. Naja, dass wir mich dann dahin leiten und die Klapptür aufmachen. Also Loteria-Anhänger mögen vieles sein, grausam, was auch immer. Aber sind nicht ganz sicherlich blöd. Ich könnte mit meiner unglaublichen Geschwindigkeit einmal zur Tür rennen, klopfen und dann wieder zu euch zurückrennen. Lustig. Was heißt hier nicht blöd? Du unterschätzt, wie gut ich im Verkleiden bin. Das bezweifle ich auch gar nicht, aber ich frage mich nur, ob sie einem Kind glauben sollten, dass es freiwillig dem Lutheria-Kult beitreten möchte, während es nachts vor ihrer Tür alleine ohne irgendein Elternteil steht und noch dazu nicht komplett in Lumpen gehüllt ist. Ich glaube, das ist etwas komisch, nicht? Also in Lumpen gehüllt, das dürfte kein Problem sein.
Naja. Bräuchte nur eine gute Geschichte, ja. Bist du schon einen sehr einfältigen Kultisten erwischen. Ah. Also soll ich vorne klopfen? Warum verkleidest du dich nicht einfach als ein Mitglied des Klerus hier? Weil die sich gegenseitig wahrscheinlich kennen? Ja, aber du bist hier ja auch schon mal reingekommen, oder nicht? Ja, aber nicht als Mitglied, sondern einfach als eine Person, die zum Beten kam. Warum machst du das jetzt nicht nochmal? Weil ich wollte, dass sie die Falltür öffnen. Außer das mitten in der Nacht? Ja gut, aber Nacht würde ja auch nicht passen, auch für den Tempel. Ich meine, sie ist die Göttin des Todes und darunter. Vielleicht sollte man doch das Fenster einschlagen. Per se, das Glas ist ziemlich dünn und sollte nicht allzu viel Kraft benötigen. Lass mich das machen. Ich versuch's einfach mal. Ossus will sich verkleiden. Und schlage ich zu. Okay. So ist es ja eh geplant, oder? Nur mit zwei Nacht. Wenn das halt eben gerade vorne abgelenkt wird, nicht? Ich glaube, Fessede schlägt jetzt zu. Okay. Ja? Okay. Jawohl, du verwandelst dich gerade, in dem Moment schlage ich zu. Oh, ja. Gib mir mal einen Stealth-Wurf. Immer diese... Wie leise du deine Axt schwingst. Deinen Stuhl. Mit dem Stuhl. Boah, da geht doch ganz anders. Ich pack ein Tuch um meine Faust und schlage mir meine Faust zu. Alter. Richtige Ladendiebe. Okay, gehen wir mal ins Telefon. Ah, oh, willst du eine? Ja, ich will. Okay. Das ist auch jetzt schlechter. Über die Passive Perception von dem kommen. Das ist machbar. Hast du schon bekommen mit zweiten? Nee, ich habe immer noch dein räudiges erstes Ergebnis. Jetzt kommt das räudige zweite Ergebnis. Du rutschst am Fenster ab, es gibt einmal einen lauten und nimmst dann die andere Faust und schlägst nochmal zu, sodass es ein lautes Klirren gibt, als das halbe Fenster aus den Angeln fliegt und sich in einem Scherbenhaufen auslöst. Die Tür ist offen, rein! Das hat niemand gehört! Ich hätte doch mein Werkzeug nehmen können. Naja. Okay. Ja, vielleicht doch schnell klopfen vorne. Wir müssen endlich. Wir müssen schnell. Schließ die Tür mit deinem komischen Rottding. Ja. Ja, du hast ja das Immovable Rott. Leider sind in diesem Raum drei Türen. Oh. Könnt ihr unten durchs Fenster rein, wenn ihr wollt. Ich würde aber trotzdem den ich sag mal, obviousen Eingang also blockieren wollen. Okay, ja. Dann können wir jetzt, glaube ich, mal die Tokens trennen voneinander. Ja, genau. Aber können wir die anderen Töne auch nicht schießen? Gibt's hier irgendwas zum Zumachen? Kein Händchen halten mehr. Das, was im Raum da zu sehen ist. Hier unten liegt irgendwie so ein großer Gebetsstock auf dem Tisch im Süden. Den will ich dann in die Tür einklemmen, die untere, dass die hier aufgeht. Kannst du mir einen Slate of Handwurf geben? Wo ist denn der Token-Attacher hin? Ansonsten sind für immer unzertrennlich. Wir sind für immer gebunden. Oh, Händchen halten. So, der Tod uns scheidet. Ehebruch. Ne, immer noch nicht. The fuck. Das widersetzt sich. Das weg, das weg. Jetzt aber. Ja, ich bin frei. Endlich. Oh. Nee, du Perseides, du nimmst den Stab und lehnst ihn einfach an die Tür. Da wird auch mal geschaut, ob man das hier irgendwie... Ich sticke anerkennt meine Arbeit zu und gehe wieder weg. ...gießen kann. Kann man da auch irgendwas vor einen Riegel schieben? Kannst versuchen, dieses Tischchen da vorzuschieben. Ja, wird gemacht. Okay, und dann auch mal ein Slate of Hand. Slate of Hand bei einem Tisch? Ist sicher. Ich würde aber helfen. Also, falls es. Ja, okay, was du sagst. Ja, gut, kannst du auch Athlet, je nachdem, wie gut du es verschließen willst. Ne? Wenn du den einfach nur davor schiebst, oder?
Meine Tür ist unten dazu. Ich habe jetzt einen Slide-of-Hand-Check gemacht, so wie du es gesagt hast. Ja, sieht okay aus. Meine Tür auch. Ja, total. Ein Windzug geht durchs Fenster, der Stab kippt um. Das ist ja schön und gut mit den Türen, aber wir müssen jetzt irgendwie herausfinden, wie wir diese Falltür aufkriegen. Hast du gesehen, was sie gemacht haben mit der Kugel? Bruder. Nein. Ich habe ja später geguckt. Tio, ist das magisch? Ich versuche einfach, das Ding hochzuheben. Also, es geht zurück. Dich durchzuckt ein leichtes Kribbeln, als du die Kugel berührst. Ich versuche, die Tür hochzuheben. Land hier 2.0. Ja, du kannst sie so ein bisschen weiter hoch in die Luft heben, dann wackelt sie da weiter. Also, geht nicht auf. Schade. Nee. Nicht durch hochheben. Die Kugel kribbelt. Scheint sie wirklich mit Magie belastet zu sein, was man vielleicht da schon rausschließen könnte, weil sie fliegt. Das ist unrealistisch. So, da bin ich wieder. Ich glaube, die haben vorne aufgemacht. Sind für den Moment safe. Und, was ist hier los? Kriegen die Tür nicht auf. Leute, können wir die Tür nicht einfach einschlagen? Ach, Moment, das ist einfach. Kyra greift einfach auf den Boden, da wo ihr gerade nur eine normale Fliese seht, und sieht etwas angestrengt aus und im nächsten Moment hört ihr ein Quietschen. So, ist offen. Oh, Illusionszauber. Oh, wow. Cool. Kyra. Bin mal wieder beeindruckt. Wahre Sicht. Okay. Und dann steigt ihr in die Tiefen hinunter. So. Und ich glaube, da ist ein guter Zeitpunkt für einen Cut. Ja. Drama Cut. Wo ich wie alles verkackt habe. Alter, ich bin eh erstmal so fertig, ich muss das hier erstmal alles verarbeiten. Zeig ich noch den Gang. Oha. Der übrigens stockfinster ist. Oh, wow. Ey, also komm, wir können besser aus. Der Dunkelsicht können überhaupt nichts sehen. Geil, wie der Händchen hat mit Kongs. Ja. So.